Berate Kunden in verschiedenen Branchen und natürlich auch im HR-Umfeld. Kurz zu mir, also ich bin Professor für künstliche Intelligenz in Bayern an der Technischen Hochschule Deggendorf und parallel dazu habe ich noch mein eigenes KI-Beratungsunternehmen, die Skyrocket AI GmbH. Der Name heißt, Dinge radikal mithilfe von KI zu verbessern. Und ich möchte heute eine Einführung bieten. Was ist eigentlich KI? Was für Potenziale und Use Cases gibt es für KI im HR? Und dann möchte ich auch zu dem Thema Regulierung was erzählen, weil das ja gerade ein Thema ist, das auch durch die EU jetzt in den letzten Monaten aufgekommen ist, was große Auswirkungen auch auf KI-Anwendungen im HR hätte. Was ist eigentlich KI? Wenn man von KI spricht, dann denkt man irgendwie an Automatisierung. Aber Automatisierung, da kann man auch einfach in Fabriken schauen, da gibt es auch Automatisierung. Also was ist der Unterschied von beidem? Die klassische Automatisierung in Fabriken, das gibt es eigentlich seit Beginn der industriellen Revolution. Und da ging es immer darum, sehr ähnliche Dinge zu tun. Also zum Beispiel tausendmal eine Flasche abzufüllen, was zu schweißen, was zusammenzunieten und so weiter. Und eigentlich immer sehr ähnliche oder genau die gleichen Schritte immer zu wiederholen. Wir als Mensch sind da ganz schlecht drin, das zu tun, weil wir ermüden einfach, es wird uns langweilig, wir hinterfragen Dinge und somit sind wir als Menschen ganz schlecht drin, repetitive Tätigkeiten zu tun. Wir als Mensch haben aber eine ganz andere Stärke. Wir Menschen sind besonders gut darin, unterschiedliche Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise auf der Arbeit, von welchen Zulieferern kaufen wir ein, wie gestalten wir Preise, aber auch natürlich im Privaten, wo fahre ich heute mit dem Auto lang auf dem Heimweg, was esse ich, wann trinke ich einen Kaffee und so weiter. Also wir als Mensch entscheiden sowohl im Privaten als auch im Beruflichen eigentlich tausende Male am Tag. Und da können wir als Menschen sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen. Und auch wenn die Eingaben, also die Umgebung, in der wir sind und die Dinge, mit denen wir arbeiten, sehr unterschiedlich sind. Wir können also eine Riesenvarianz abbilden. Und das ist jetzt was, was man in der klassischen Automatisierung eigentlich weniger findet. Und wir als Mensch sind sehr, sehr gut drin in entscheiden. Und die KI zielt am Ende darauf ab, genau das auch zu automatisieren. Also das, was wir in unserem Hirn sehr, sehr gut können, da zielt die KI darauf ab, das auch zu tun. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann man KI noch definieren? Ich sage einfach, menschliches Entscheidungsverhalten automatisieren, das ist KI. Dann gibt es auch andere, die haben noch sehr wissenschaftliche Definitionen, aber es gibt jetzt nicht die eine Definition für KI. Jetzt besteht KI aber aus verschiedenen Bereichen. Ein Bereich der KI, das sind die sogenannten Expertensysteme oder regelbasierte Systeme. Da versucht man das Wissen von Experten abzubilden in einem Computersystem und hat dann ein sogenanntes kognitives System oder es gibt auch viele andere Begriffe. Also man fasst das Wissen von Experten ab, baut es nach, formalisiert es und hat dann ein Expertensystem. Genau der entgegengesetzte Ansatz davon, und das ist auch der Ansatz, den man heute immer stark liest, wenn man vom maschinellen Lernen spricht, da geht es darum, dass man gar nicht mehr das Expertenwissen im Detail beschreiben möchte, sondern man gibt dem Computer Beispiele und der Computer lernt dann Zusammenhänge oder erkennt Zusammenhänge aus diesen Beispielen und kann diese Zusammenhänge, diese Muster auf neue Beispiele anwenden im Entscheidungsverhalten. Und da gibt es dann auch Definitionen, wie kann man maschinelles Lernen definieren. Da sagen viele, das ist das Arbeitsgebiet, das es Computern erlaubt, zu lernen, ohne explizit programmiert werden zu müssen. Natürlich muss man programmieren, aber man nutzt eigentlich sehr generische statistische Modelle im Hintergrund, die alles Mögliche eigentlich tun können. Und dann kann man sie auf vieles anwenden. Wenn man jetzt diese zwei Welten, also Expertensysteme und maschinelles Lernen mal vergleichen möchte im HR-Kontext, könnte man sich vorstellen, ich möchte einen Lebenslauf bewerten. Ist ein Lebenslauf gut oder schlecht? Oder sagen wir mal interessant oder nicht interessant? Da könnte man natürlich lange versuchen, Regeln zu bauen. Da könnte man viele Stichworte vielleicht mit einbauen in so ein Regelsystem. Man könnte vielleicht auch die Gestaltung des Lebenslaufs mit aufnehmen, ist der jetzt schön formatiert oder nicht? Und da könnte man ganz viele Regeln bauen.
In der Praxis ist es aber sehr, sehr schwierig, solche Regeln zu bauen, weil was macht wirklich einen interessanten Lebenslauf aus und was macht einen aus, der nicht interessant ist? Und das könnte also sehr, sehr schwierig sein, sowas abzubilden. Das maschinelle Lernen, das sage ich, da möchte ich das genau nicht mehr explizit beschreiben, sondern ich gebe dem Computer Beispiele von Lebensläufe und Menschen haben diese bewertet als interessant oder nicht interessant. Dann lernt das System statistische Zusammenhänge zwischen Lebenslauf und interessant oder nicht interessant. Und dann kann ich dieses Muster auf neue Lebensläufe anwenden und sozusagen vorhersagen, ist das hier interessant oder nicht? Und hätte dann ein automatisiertes Entscheidungssystem. Manche sprechen dann auch von kognitiven Systemen. Da gibt es ganz viele Begriffe, wie man sowas nennen kann. Und das ist also der ganz große Unterschied zwischen regelbasiertem System und Lernen. Wir haben als Menschen natürlich nicht nur im HR mit KI zu tun. Wir haben eigentlich mit KI heute zigfach oder hundertfach am Tag zu tun, ohne dass wir es explizit wahrnehmen. Zum Beispiel Handschrifterkennung, automatisierte Vorschläge, wenn man bei Amazon einkauft, Spamfilter, Erkennung von Kreditkartenbetrug und so weiter. Also da steckt eigentlich immer KI und in den allermeisten Fällen maschinelles Lernen dahinter. Und wir nehmen das nicht immer als KI wahr, weil das steckt natürlich in dem System drinne. Aber so haben wir ganz oft mit KI zu tun. Oder schon allein, wenn wir unser Smartphone nutzen, haben wir so oft da drin mit KI zu tun. Zum Beispiel die Spracherkennung, automatische Erkennung von Gesichtern in Bildern und so weiter. Und das ist eigentlich fast alles auf maschinellem Lernen basiert, weil man es eigentlich nicht schafft, solche Systeme durch Regeln zu beschreiben. Also zu sagen, wie bei Amazon, Produktvorschläge. Es gibt jetzt einen Produktvorschlag, das ist interessant, wenn die Person das gekauft hat und so weiter. Das ist im Einzelfall ganz schwierig zu beschreiben, aber man kann natürlich statistische Zusammenhänge daraus herstellen, wenn man sich die Daten von ganz vielen Menschen anschaut. Somit eigentlich KI ist etwas, wo wir ganz oft damit zu tun haben und natürlich ist es auch von großem Interesse im HR-Bereich. Da kann man sich natürlich mal so die ganze Wertschöpfungskette, den ganzen Zyklus im HR mal überlegen, wo könnte da KI vorkommen? Zum Beispiel natürlich schon mal bei der Bewerbung von Stellen, wenn man natürlich potenzielle Interessenten auf sich aufmerksam machen möchte, zum Beispiel durch personalisierte Werbung in sozialen Medien, dass so natürlich Bewerber oder Interessierte die Stelle eher finden. Da könnte man drüber nachdenken. Dann natürlich bei der automatisierten Bewertung von Lebensläufen. Man bekommt ja dann ganz, ganz viele Lebensläufe, möchte da automatisiert vorfiltern. Dann kann man natürlich auch über das Onboarding nachdenken oder natürlich auch Schritte davor, vielleicht Verhandlungen automatisiert vorhersagen. Ja, was wäre jetzt hier das optimale Gehalt für den Mitarbeiter? Also da könnte man ganz, ganz viel natürlich personalisieren. Und da ist KI auf jeden Fall der richtige Ansatz dafür. Man könnte auch vieles tun, was man nicht tun darf. Das ist natürlich auch wichtig. Zum Beispiel, ja, so Leistungsvergleiche von Mitarbeitern. Welcher Mitarbeiter performt besser als andere? Da ist man natürlich in Europa durch die Datenschutzgrundverordnung ganz schnell in der Grauzone oder auch im verbotenen Bereich. Wenn man da zum Beispiel in die USA oder nach andere Länder schaut, da gibt es natürlich noch ganz andere Dinge, die da passieren, die hier in Europa teilweise natürlich verboten sind. Wenn man schon mal nach Amerika geht, da gibt es dann ja auch so Background-Checks von Mitarbeitern, die dann automatisiert sind, teilweise nicht nur bei der Einstellung, sondern auch während die beim Unternehmen sind, dass man so automatisiert immer wieder Background-Checks macht. Das ist natürlich hier in Europa alles ganz kritisch bis verboten, aber ich will einfach aufzeigen, dass es natürlich ganz viele Möglichkeiten gibt, für den Einsatz von KI im HR. Und heute in der Konferenz sehen wir ja auch noch andere tolle Beispiele. Jetzt, wenn man sich vielleicht fragt, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich beim Einsatz von KI, dann habe ich folgenden Tipp. Egal, welcher Anwendungsfall noch zur Sprache kommt, ich muss messen können durch Metriken, also durch KPIs, wie gut oder wie schlecht bin ich momentan in meinem Anwendungsfall. Weil wenn ich etwas verbessern möchte, dann muss ich ja auch messen können, ob ich mich verbessert habe. Deshalb Metriken sind wichtig, damit
ich eigentlich messe, wie gut oder wie schlecht bin ich in meinen Prozessen. Dann kann ich natürlich KI in einem Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette einsetzen. Das wäre jetzt natürlich hier für HR der Fall, was mit in die Wertschöpfungskette des Unternehmens reinfällt. Man kann natürlich aber auch noch den anderen Weg gehen, dass man KI in seine Produkte, in seine Services einbaut, um sozusagen die Wertschöpfungskette des Kunden optimiert. Jetzt sind wir im HR-Umfeld, da geht es natürlich speziell darum, meine Wertschöpfungskette zu optimieren, wo HR ein Teil davon ist. Wenn man jetzt aber vielleicht sagt, ich möchte Lösungsanbieter von KI-Lösungen werden im HR-Umfeld, dann könnte man natürlich KI in Produkte und Services reinbringen und dadurch das HR von anderen Unternehmen unterstützen. Jetzt, wenn man sich mal einzelne Anwendungsfälle anschaut, kann man sich natürlich überlegen, wie kann ich welche identifizieren, wo KI Sinn macht. Ich sehe durch meine Beratung ganz oft Unternehmen, die sagen, ich möchte jetzt KI machen. Ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn zu sagen, ich möchte konkrete Probleme lösen und die möchte ich möglichst gut lösen. Und da kann KI die Lösung sein. Vielleicht gibt es auch viel einfachere Lösungen. Aber wenn ich sage, ich möchte KI machen, da habe ich meistens eine Lösung und ich suche mir Probleme, die es oft gar nicht gibt im Unternehmen. Deshalb viel wichtiger, immer im Sinne von Anwendungsfällen denken und da immer die menschliche Intelligenz zuerst, dann die künstliche, wenn ich vielleicht einen Prozess deutlich neu strukturieren kann, dass er deutlich einfacher ist, dann sollte ich das auch zuerst tun und dann vielleicht danach die künstliche Intelligenz nutzen. Wenn ich mir jetzt aber einzelne Anwendungsfälle anschaue und mal so Kandidaten finden möchte, wo mir KI helfen kann, habe ich drei Kriterien. Ein Kriterium ist, wenn ein Prozess sehr lange dauert. Also wenn zum Beispiel Menschen in diesem Prozess etwas tun, jetzt im HR-Umfeld zum Beispiel Verhandlungen durchführen oder ja, im Gehaltsverhandlungsbereich schauen. All das kann sehr zeitaufwendig sein. Das ist zum Beispiel natürlich ein Thema, wo mir KI helfen kann. Alles, was lange dauert, kann vielleicht automatisiert werden. Weil wenn ich es automatisiere, sind die Grenzkosten in dem Einzelfall immer sehr, sehr gering bis nahezu null. Generell alles, was teuer ist, ist auch ein Kandidat für KI. Und das Dritte als Kandidat wäre, überall, wo ich Unsicherheit oder Unschärfe in den Prozessen habe. Das heißt, ich habe zwei Experten, die sollen etwas tun, aber die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und wenn das der Fall ist, also zwei Experten sollen das Gleiche tun, kommen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen, dann habe ich eine gewisse Unsicherheit oder Unschärfe. Und KI kann mir natürlich auch helfen, diese Unsicherheit oder Unschärfe zu reduzieren. Von daher, wenn mindestens eines dieser drei Kriterien Dauer, Kosten, Unsicherheit, Unschärfe erfüllt ist, dann ist KI sicher ein interessanter Kandidat, um diesen Anwendungsfall, um dieses Problem besser zu lösen. Aber ganz wichtig immer, die menschliche Intelligenz zuerst nutzen und überlegen, kann ich den Prozess vielleicht nicht deutlich neu denken und vielleicht vereinfachen zuallererst. Wir tun natürlich KI nicht als Selbstzweck, sondern mit dem Ziel, natürlich Geld zu verdienen, dass wir produktiver sind, dass wir effizienter sind, teilweise natürlich auch mit dem Sinn, vielleicht Neues zu tun, Dinge, die Unternehmen bisher noch gar nicht getan haben, weil sie einfach nicht möglich erschienen. Da ist natürlich KI auch ein Kandidat dafür, weil KI es einfach erlaubt, Zusammenhänge in sehr großen Datenmengen zu erkennen, die uns Menschen oft fern sind. Jetzt noch zu dem Thema KI-Regulierung. In den letzten Monaten gab es ganz viel zum Thema KI-Diskriminierung durch KI und so weiter. Und da hat sich die EU auch dazu Gedanken gemacht. Es gibt einen Verordnungsvorschlag, der wurde im April, wie wir hier sehen können, veröffentlicht durch die EU-Kommission. Und dieser Verordnungsvorschlag hat das Ziel, das ganze Thema KI über alle Branchen, über alle Anwendungsfälle hinweg zu regulieren. Ob das jetzt so sonderlich sinnvoll ist oder nicht, dazu erzähle ich in einem Moment was. Aber wir haben ja alle in den letzten Monaten davon gehört, dass KI Menschen diskriminiere, dass etwas passiere und so weiter. Da gab es, glaube ich, mal von einem dieser öffentlichen Rundfunkanstalten vor einigen Monaten eine Studie, wo es hieß, man möchte Bewerber bewerten, abhängig von ihrem Foto. Und dann kam so raus, ja, wenn die eine Brille auf hätten,
dann würden die als eher geeignet für diese Stelle identifiziert werden. Das haben vielleicht die einen oder anderen, die jetzt zuhören, verfolgt in den letzten Monaten. Und da kann man sich natürlich fragen, liegt da eine Diskriminierung vor? Mag sein, aber da muss ich als KI-Experte hinweisen, die KI, die diskriminiert nicht von allein, sondern die KI, und wir nutzen ja Verfahren des maschinellen Lernens und da fallen auch diese Verfahren aus dem Deep Learning rein, da hört man ja auch manchmal davon, vom Deep Learning, diese lernen immer aus Daten und diese Daten haben zum Beispiel mal Menschen gelabelt, also dass Menschen gesagt haben, dieser Bewerber hier ist mir sympathisch, dieser Bewerber vielleicht nicht. Und diese Labels, also Bewertungen, kamen mal durch Menschen. Und natürlich kann man das der KI geben, aber die lernt genau das gleiche Muster. Also die KI fängt nicht von alleine an zu diskriminieren oder Vorurteile zu entwickeln, sondern wir Menschen haben schlichtweg viele Vorurteile. Und wenn das mit in die Daten einfließt, dann wird die KI das genau auch lernen. Das ist natürlich ein Problem, aber wir als Menschen haben auch immer Vorurteile und die KI lernt diese einfach mit. Da muss man natürlich beim Datensammeln aufpassen, dass die Daten möglichst wenig Vorurteile enthalten und dann wird auch die KI am Ende möglichst wenig Vorurteile haben. Die EU hat sich dafür interessiert, das Thema KI zu regulieren und zu sagen, ja, wir möchten jetzt KI regulieren und wir möchten ganz viel Schlimmes verhindern. Meiner Meinung nach ist KI erstmal was sehr Positives. KI ist eigentlich die nächste Phase der industriellen Revolution und seit Beginn der industriellen Revolution ist unsere Lebensqualität massiv angestiegen und unser Wohlstand auch. Und KI ist am Ende die nächste Phase davon. Wir profitieren heute schon sehr stark durch KI, zum Beispiel auch im Medizinbereich und werden natürlich in den nächsten Jahren dann noch ganz viel Neues erleben. Deshalb meiner Meinung nach, KI ist erstmal was sehr Positives, für die EU leider erstmal was sehr Negatives. Da gab es auch nicht so sonderlich viel gute Berichterstattung zu diesem Verordnungsvorschlag. Auch hier das Handelsblatt hat diesen Verordnungsvorschlag sehr kritisch gesehen und gesagt, ja, dieser Verordnungsvorschlag, wenn der umgesetzt wird innerhalb der EU, dann könnte das zu einem großen Schaden führen, weil am Ende würde man natürlich Investitionen verringern, wenn man überreguliert. Und es würde natürlich vor allem amerikanische und chinesische Unternehmen am Ende wieder stärken. Und es würde in Europa die Innovation verringern. Ich habe mir persönlich auch diesen Verordnungsvorschlag genauer angeschaut. Als KI-Experte habe ich mich sehr dafür interessiert. Das ist ein Dokument, das ist so etwas über 100 Seiten lang. Das ist nicht so sonderlich leicht zu lesen. Und ich wurde dann auch eingeladen als Sachverständiger vor 2 Wochen. Parlamente haben ja Ausschüsse und so hat der Deutsche Bundestag einen Europaausschuss. Die französische Nationalversammlung hat auch einen Europaausschuss. Und diese zwei Ausschüsse haben vor 2 Wochen zusammen getagt und haben Sachverständige eingeladen, die diesen Verordnungsvorschlag bewertet haben. Und da wurde auch ich eingeladen. Das war ein sehr spannender Termin. Und ich habe dann auch meine Ansicht zu diesem Verordnungsvorschlag vorgestellt. Meiner Meinung nach würden eigentlich fast alle bestehenden und alle zukünftigen KI-Anwendungen sozusagen als Hochrisikoanwendung eingestuft werden und die Nutzung oder auch die Entwicklung von KI würde in Europa nahezu unmöglich, wenn dieser Verordnungsvorschlag eingeführt würde. Das heißt, KI im HR-Umfeld wäre auch tot und das ist, glaube ich, nichts, was wir wollen. Es gibt sicher einzelne kritische Anwendungen, wie zum Beispiel ja, automatisierte Bewertung von Mitarbeitern, automatisierter Vergleich von Mitarbeitern. Aber das ist heute auch schon zum großen Teil schlichtweg verboten durch bestehende Gesetze, insbesondere durch die Datenschutzgrundverordnung. Und wenn man jetzt sagt, man möchte KI-Anwendungsfall unabhängig regulieren, insgesamt über alle Branchen hinweg mit sehr schwammigen Definitionen, man muss man sich auch schon fragen, was ist eigentlich KI? Da ist sich die EU auch nicht so ganz sicher drin in ihrem Verordnungsvorschlag. Dann würde das meiner Meinung nach am Ende zu einem großen Schaden führen und auf jeden Fall die USA und China sehr stark stärken. Und wir in Europa würden uns unnötigerweise überregulieren. Sicher muss man bei einzelnen Anwendungsfällen nachsteuern.
Das ist gar keine Frage, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, dass man das branchenübergreifend versucht zu regulieren. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten KI bei sich einsetzen, gibt es auch einige Fallstricke. Ich habe einen schon angesprochen. Sie sollten niemals versuchen zu sagen, ich möchte KI einführen. Vielmehr, Sie sollten sagen, suchen Sie konkrete Anwendungsfälle, die Sie lösen möchten, wo Sie besser werden möchten, und lösen Sie diese vielleicht mit KI. Aber wenn man sagt, ich möchte jetzt KI machen, da komme ich, wie gesagt, mit einer Lösung und suche mir eigentlich Probleme oder schaffe mir Probleme, die es oft gar nicht gibt. Wenn man jetzt natürlich ein größeres Unternehmen ist, und man möchte sehr viel KI einsetzen, muss man sich auch um das Thema Organisationsstrukturen Gedanken machen. Wenn Sie jetzt sagen, im HR-Bereich, Sie möchten KI einsetzen für einzelne Anwendungsfälle, dann tun Sie ja meistens eh nicht diese Lösungen von neuem entwickeln, sondern Sie kaufen Lösungen ein. Dann ist auch dieses Thema hier weniger kritisch. Wenn Sie jetzt natürlich sehr groß sind, haben vielleicht eine eigene KI-Abteilung im Unternehmen, die auch mit HR zusammenarbeitet, dann ist das Thema Organisation auch noch ein weiteres Thema. Was mir oft auffällt, ist, und das ist leider auch etwas, was durch Studien bestätigt wird, so circa 80% aller KI-Projekte in Unternehmen, die scheitern oder die führen am Ende zu keinem wirklichen Mehrwert. Das sind dann oft irgendwelche Prototypen, die am Ende dann doch nicht Geld verdienen. Das ist ein ganz großes Problem und eine große Ursache ist, dass oft die Fachexperten nicht mit einbezogen werden, sondern da kommt dann eine Truppe KI-Experten, die fangen dann an, Daten zu analysieren und erkennen irgendwelche wilden Zusammenhänge, die vielleicht aus statistischer Sicht Sinn machen, aber machen die auch aus fachlicher Sicht Sinn? Das ist eine Frage. Und deshalb ist es wichtig, wenn jetzt bei Ihnen im Haus KI auch eingeführt wird, was vielleicht auch stark aus dem Bereich IT oder Digitales in dem Unternehmen kommt, schauen Sie gleich, dass wenn das Thema HR betroffen ist, dass die HR-Leute auch mit dabei sind, dass am Ende wirklich auch die Fachexpertise da ist. Was auch noch wichtig ist, ist das Thema Kompetenzentwicklung. Jeder und jede in einem Unternehmen, vom Vorstand bis zum Hallenarbeiter, muss eigentlich ein Grundverständnis für diese Themen KI entwickeln. Und das ist natürlich auch etwas, was HR betrachten muss, aus Sinne der Kompetenzentwicklung, im Sinne von Schulungen, dass man da die Mitarbeiter fit drin macht. Auch wenn es nur eine halbstündige Schulung ist für Mitarbeiter in Gruppen, das hilft, weil am Ende zielt KI drauf ab, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Und ja, vielleicht erkennt ja dann der Hallenarbeiter oder ein Sachbearbeiter in ganz anderen Fachbereichen plötzlich Potenziale und denkt, ah, da wird doch immer manuell was erfasst, aber eigentlich steht doch schon was im SAP, könnte man da nicht automatisiert eine Entscheidung treffen? Ja, und die könnten dann vielleicht neue Vorschläge einreichen. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig im Sinne der Personalentwicklung, schauen Sie, dass die Mitarbeiter kurze Crashkurse im KI-Bereich bekommen und dann vielleicht ganz neue Potenziale erkennen und bei Ihnen im Haus zum Beispiel ins Innovationsmanagement oder auch wo auch immer das angesiedelt ist, diese Ideen einbringen können. Ich habe noch ein kleines spannendes Beispiel mitgebracht. Es gibt seit letztem Jahr eine KI, vielleicht haben Sie von der auch in der Presse gehört, die heißt GPT-3. Wofür jetzt diese drei Buchstaben stehen, ist gar nicht so wichtig. Aber diese KI ist eigentlich so die mächtigste textbasierte KI, die es auf der Welt gibt. Die wurde in den USA entwickelt. Und da hat man auch gerade wieder nicht versucht, Zusammenhänge zu beschreiben, sondern hat diese KI auf riesige Textmengen aus dem Internet trainiert. Und diese KI, GPT-3, die kann mittlerweile ganz viel. Die kann Fragen beantworten. Sie können aber auch Textdokumente übergeben und sagen, fass mir mal diesen Text zusammen. Dieses Beispiel habe ich hier. Der Text in Fett soll kurz zusammengefasst werden. Und dann diese drei, vier Sätze weiter unten, das ist genau das, was die KI dann aus dem Text oben generiert. Sowas könnte man natürlich auch für anderes einsetzen, Beantwortung von Fragen als Chatbot und was auch immer, eine sehr mächtige KI. Und da gibt es eigentlich riesige Potenziale, dieses auch im HR-Bereich einzusetzen. Zum Beispiel, ich habe das mal ausprobiert, ich habe mal einen Lebenslauf reinkopiert und habe dann der KI als Anweisung gegeben, fass mir diesen Lebenslauf in fünf Sätzen zusammen.
oder bewerte mir diesen Lebenslauf. Also ich glaube, wenn man so eine textbasierte KI nutzt wie GPT-3, kann man vielleicht sogar ganz viele KI-Lösungen, die aktuell im HR-Umfeld auf dem Markt sind, vielleicht sogar eliminieren, weil einfach diese textbasierte KI, GPT-3, die auf riesigen Textmengen aus dem Internet trainiert wurde, ganz neue Zusammenhänge im Text erkannt hat. Und ich habe das selber mal mit verschiedenen Lebensläufen ausprobiert, die mal zu bewerten, mal zusammenzufassen. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die KI hat natürlich kein Verständnis für menschliche Sprache, aber sie hat einfach riesige Textmengen und das sind auch Lebensläufe, Wikipedia-Seiten, Nachrichten, was auch immer mit dabei und hat da Zusammenhänge erkannt und Sie können diese Zusammenhänge für Neues anwenden. Wenn Sie sich für KI interessieren, ich habe auch drei Bücher publiziert, in denen KI eine Rolle spielt. Das erste Buch links zum Gesundheitswesen, das zweite zu Innovation, Innovationsmanagement und das dritte allgemein zu Technologien. Jetzt mit weniger Link zum HR-Umfeld, aber mal breiter zu KI, vielleicht interessiert es Sie ja. Wenn Sie KI-Beratung in Ihrem Haus benötigen, kann ich Sie dann natürlich auch gerne unterstützen durch Beratungen von Führungskräften, Schulungen, Workshops, Strategieentwicklung, aber auch gerne technische Schulungen. Ich kann Sie auch bei der Implementierung von KI unterstützen. Und Sie sehen hier auch meine Kontaktdaten. Und herzlichen Dank für ja, die Teilnahme. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt auch noch ein paar Fragen in den letzten Minuten haben. Genau. Ja, erstmal vielen Dank fürs Aufschlauen, Patrick. Ich denke, da waren jetzt einige Anwendungsfälle für HR dabei. Vielleicht mal eine Frage vorab von mir. Was würdest du denn HR empfehlen? Wo sollte man oder wie sollte man mit dem Thema KI starten, wenn man sagt, ich will mich dem Thema jetzt nähern? Da war jetzt so viel Input dabei. Hast du da eine Handlungsempfehlung? Ja, ich glaube, am Anfang ist es mal gut, mal kleine Anwendungsfälle durchzuspielen, zu automatisieren durch KI, dass man einfach mal ein Verständnis dafür bekommt, weil am Anfang funktioniert es natürlich eh nie so, wie man sich das vorgestellt hat. Ein Problem ist immer die Datenbasis. Und dann kann man natürlich mal mit einem Anwendungsfall anfangen. Ich habe ja hier ein paar Kriterien gezeigt, wie man solche Anwendungsfälle auch finden kann und da Erfahrungen sammeln und dann kontinuierlich weitermachen mit weiteren Anwendungsfällen. Ja, das Thema Recruiting wird ja gleich kommen. Das könnte ja sozusagen ein erster Anwendungsfall ja vielleicht auch sein, aber dazu gleich mehr. Ja, ich habe ja unter anderem also Fragen von, fange ich mal kurz an mit der Frage von Mandy. Da geht es darum, ob man dem maschinellen Lernen auch Regeln beibringen kann, zum Beispiel im Bereich der Diskriminierung von Menschen. Möglich oder nicht möglich? Ja, also das maschinelle Lernen lernt ja sozusagen Regeln aus den Daten. Da könnte ich natürlich auch einmal was lernen. Ich kann das aber noch zusätzlich erweitern mit zusätzlichen Regeln. Also da hätte ich mehr so ein Hybridsystem, dass ich einmal Regeln lerne durch maschinelles Lernen und dann noch Regeln manuell beschreibe, wie in einem Expertensystem und da vielleicht dadurch versuche, die Diskriminierung zu vermeiden. Und dann hätte ich so einen hybriden Ansatz. Das gibt es auf jeden Fall auch. Okay, dann habe ich hier eine Frage von Steffen. Ich lese sie einfach mal eins zu eins so vor. Kann GPT-3 Textvergleiche anstellen? Zum Beispiel habe ich eine Liste mit geforderten Qualifikationen und GPT-3 sucht diese in CVs. Ja, das geht. Und das findet dann natürlich auch Synonyme und ähnliche Begriffe schlichtweg, weil diese KI auf riesigen Textmengen trainiert wurde. Meines Wissens nach funktioniert die momentan primär auf Englisch, auf Deutsch sicher, aber auch irgendwie. Und das wird natürlich auch immer noch besser für weitere Sprachen. Aber man kann das schon tun. Man könnte ja zum Beispiel hier den Lebenslauf reingeben und dann als kurze Frage schreiben, erfüllt der Bewerber folgende Kriterien und dann könnte die KI mit Ja oder mit Nein antworten. Das könnte man schon hinbekommen. Okay. Ja, ich hatte es ja eingangs so ein bisschen schon eingeleitet. Wo würdest du denn die Grenzen sehen von der künstlichen Intelligenz? Also es gibt ja durchaus einige Für- und Widersprecher, so Elon Musk und Co., die durchaus sagen, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst wird uns die KI sehr schnell überholen und wir sind, ich habe es ja in einem Bild vorhin dargestellt, dann sind wir die Spezies, die quasi diktiert wird.
Natürlich ist wichtig, dass der Mensch im Vordergrund steht, KI nicht als Selbstzweck, sondern als Nutzen für den Menschen. Das ist schon wichtig. Aber diese Horrorszenarien, dass KI die Welt übernimmt, solche Science-Fiction-artigen Geschichten, das sind wir noch ganz weit davon entfernt. Ich glaube, wir müssen jetzt uns erstmal damit beschäftigen, wie können wir KI in möglichst viele Branchen bringen, um einen Mehrwert zu schaffen. Weil wenn wir das in Deutschland nicht tun, dann tun das andere, insbesondere China. Und das hat natürlich dann auf unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder große Auswirkungen. Diese Horrorszenarien, die können natürlich sich irgendwann mal realisieren, aber wir sind da wirklich noch auch von der Methodik in der KI ganz weit davon entfernt. Ja, du hast es ja vorhin bekommen, ich bin ja so Matrix-Fan, ne? Ich glaube, das ist alles eine Frage der Zeit, aber du hast recht. Wir haben das ja noch selbst im Griff. Ja, ich habe noch eine Ergänzungsfrage jetzt hier zum Thema KPT-3. Wo findet man den Zugang zu KPT-3? Also GPT-3, das googelt man einfach, das kommt von einer Stiftung, die heißt OpenAI und da kann man einen Zugang beantragen. Da gibt es verschiedene Pakete, dass man so ein paar Credits geschenkt bekommt. Wenn man dann natürlich professionell nutzt, muss man auch dafür zahlen. Aber die Credits am Anfang reichen, dass man das einfach mal im Browser ausprobiert und man kann das dann auch durch eigene Applikationen auch wieder anprogrammieren und in eigene Applikationen mit einbinden. Ja, okay. Dann, also viele Fragen hier, liebe Teilnehmer. Die Kontaktdaten gehen auf jeden Fall auch noch von Patrick an euch weiter, falls ihr doch sehr individuelle Fragen habt. Eine zum Beispiel ist aber so individuell ist sie nicht, deswegen lese ich sie gerne vor, vom Jörg. Im Kern ist es, gibt es also einen Einfluss im Bereich des Lernprozesses in Bezug auf der künstlichen Intelligenz? Oder ich lese die Frage mal von Beginn vor. Ja. Maschinelles Lernen ist nun so gut wie die Lernmenge. Zu Beginn gibt es noch mehr als automatisierte Statistik und Machine Learning, also einen Einfluss im Lernprozess selbst oder nur am Anfang. Ja, also ich glaube, der Punkt ganz wichtig, KI ist nur so gut wie das Lernmaterial. Also wenn die Daten schlecht sind, dann wird meine KI da auch nichts draus lernen. Also Datenqualität ist ganz wichtig. Und wenn natürlich viele Vorurteile in den Daten sind, dann ist das auch nicht so gut. Man kann aber auch später versuchen zu visualisieren, was hat das Modell gelernt. Und dann kann man auch noch versuchen, das Ganze nochmal mit zu beeinflussen. Prima. Dazu kann sicherlich nachher auch Cornerstone noch etwas mehr zu sagen oder noch differenzierter etwas zu sagen, weil sie sich mit diesem Thema ja im Schwerpunkt als Dienstleister beschäftigen. Aber bis dieser Vortrag kommt, würde ich ganz gern Martin mit reinholen wollen von John Vision. Patrick, bleib du noch bitte kurz bei uns. Martin ist jetzt zugeschaltet aus Wien, vermute ich mal, von der Firma John Vision. Denn ein Anwendungsfall, den sehen wir natürlich im Recruiting sehr deutlich und denke ich mal auch als eines wahrscheinlich der Kernanwendungsfelder neben dem Thema Machine Learning ist das Thema Recruiting. Welche Erfahrung hast du denn dort gesammelt, Patrick, mit dem Thema Recruiting? Ist es etwas, was schon an dich herangetragen wurde, dass du dich mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigst? Ja, natürlich zum Beispiel gerade das Thema Lebensläufe automatisiert bewerten. Das ist ja eins, was ich schon angesprochen hatte. Jetzt ist natürlich Recruiting wieder ein riesen Block natürlich. Was auch schon mal spannend war, war der Versuch, fehlerhafte oder vorsätzlich falsche Angaben in Lebensläufen zu erkennen. Da gibt es auch mit Hilfe von maschinellem Lernen Ansätze. Da habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Ah ja, großartig, okay. Genau, und da ist Martin ja auch schon. Hallo Martin, ich habe dich einfach mal Hallo. kurzfristig mit reingeholt. Ich denke, du hast den Vortrag sicherlich aufmerksam gelauscht von Patrick, Auf weil jeden es ist Fall, auch. ja. Ja, super. Ja, genau, das ist ja auch so euer Thema, ne? Also das Rauslesen aus CVs, das Parsen, um dann, und da wirst du gleich ein bisschen was zu sagen, zum Thema Recruiting. Vielleicht magst du da selbst mal die Brücke bauen für dich selbst, Martin. Ah, jetzt ist Patrick Nein. schon weg. Schade. Ich bin noch Ja. da. Okay, Ja, ja, war vielleicht ganz noch. spannend. Ja. Und ich höre mir auch immer wieder gerne eben so allgemeine Vorträge an, um ein bisschen ein Verständnis zu kriegen und auch Buzzwords, die teilweise auch bewusst oder unbewusst falsch eingesetzt werden, ein bisschen einzuordnen. Aber ganz interessant war ja auch dieses Gegenüberstellen, weil wir das auch hinter uns haben, regelbasiert. Also wir machen ja CV-Parsing seit 2006 und da haben wir in der Tat regelbasiert begonnen. Und das wurde immer komplexer und kann man sich vorstellen, wie aufwendig. Und dabei haben wir uns eben auf eine
klar definierten Bereich ja spezialisiert, ein Lebenslauf. Das ist etwas, was erwartbar ist, was dort vorzufinden ist, deutsche Sprache und dennoch eben regelbasiert unglaublich komplex und sind deswegen ja auch umgestiegen auf eine Ontologie, die Machine Learning basiert ist und wo wir da durch diesen Schritt für die Zukunft eben gerüstet sind. Ja. Also Großartig, ja, ich sehr, denke mal, das. sehr, ich kann es nur bestätigen, was wir jetzt gehört haben. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich denke mal, das können wir ja gleich oder im Anschluss in der Podiumsdiskussion nochmal kurz hochholen. Patrick, da bist du ja nachher noch kurz mit dabei. Natürlich. Insofern vielen Dank. Ja, prima. Ja, Vielen bis Dank später. bis hierhin an dieser Stelle. Hat Spaß gemacht und dann bis später. Genau, Martin, ja, also quasi eine Steilvorlage, würde ich mal sagen, zu eurem Thema künstliche Intelligenz im Recruiting. Erstmal herzlich willkommen nochmal. Das ist schön, dass ihr wieder da seid. Dankeschön. Aus Wien vermute ich mal wieder heute zugeschaltet. Genau. Aus Ja, Wien sehr schön. strahlender Sonnenschein und das hebt die Laune und das ist auch wichtig beim Vortrag. Okay, prima. Genau. Ja, datengetriebenes Jobmarketing. Ist da was dran? Das ist wahrscheinlich mehr eine rhetorische Frage, denn ihr seid ja durchaus. Also aus meiner Sicht der Markt führend im Bereich unter anderem CV-Parsing, das Rauslesen von Daten, von Lebensläufen, also allen Unterlagen, die man irgendwie im Bereich ja, Job bekommt. Aber dazu würde ich sagen, kannst du uns jetzt gleich viel mehr sagen, wer bist du, was machst du und vor allem, was macht John Vision? Deine Bühne. Sehr gerne. Danke, Dial, für die charmante Einführung. Auch ein herzliches Servus aus Wien an alle Zuhörer und Zuseher. Wer bin ich? Ja, ich bin seit 2013 an Bord bei Joint Vision und habe hier eben auch sehr viel auch mit begleiten dürfen, wie ich es jetzt gerade vorhin beim Einstieg angedeutet habe, regelbasiert in Richtung Machine Learning und kümmere mich jetzt aber hauptsächlich eben um das Thema datengetriebenes und intelligentes Jobmarketing, um was es ja auch heute gehen wird. Dialf hat schon gesagt, Joint Vision ist recht gut bekannt im deutschsprachigen Raum, im HR-Bereich, wobei wir oft in vielen ATS-Systemen beispielsweise als Zusatzfunktion oft gar nicht so wahrnehmbar für den User mit dabei sind. Wir haben uns eben spezialisiert auf das Auslesen und Interpretieren von Bewerbungsunterlagen und auch Stellenanzeigen, sogenanntes CV oder Jobparsing, und sind eben für diesen Bereich meistens den Menschen ein Begriff und haben uns aber überlegt, wie können wir unser Angebot erweitern und was passt auch sehr gut zu unserem Anspruch, dass wir eben Anbieter von intelligenten Technologien sind für den Recruiting-Bereich im HR. Und da sind wir dann mit Joveo eine Partnerschaft eingegangen, wo wir eben exklusiver Partner für den deutschsprachigen Raum sind und auch für Osteuropa, wo es darum geht, Bewerbermarketing intelligent mit moderner Technologie zu betreiben. Das ist die Firma Joveo aus den USA. Und da hatten wir gerade vorher auch ein Stichwort, wenn es um Machine Learning geht, brauche ich entsprechende Daten, mit denen ich lernen kann. Und da kann eben Joveo schon auf 20 Millionen Stellenanzeigen täglich verweisen, die über Joveo ausgespielt werden und mit dem eben die Lösung von Joveo lernt, was wieder jedem einzelnen Kunden oder User von dieser Lösung auch zugute kommt. Was möchte ich Ihnen heute anbieten? Ich möchte vor allem ein bisschen den Bogen spannen und auch ein bisschen die Grundlagen, die wir vorher gut gehört haben, noch einmal auf die konkrete Anwendung Jobmarketing herunterbrechen. Und da möchte ich Ihnen auch ein paar Learnings und wertvolle Erfahrungen eben, die im Online-Marketing ja schon gang und gäbe sind, auch vorstellen und die man schon mittlerweile sehr, sehr gut auch für das Jobmarketing anwenden kann. Was wir vorher auch gehört haben, Kennzahlen brauchen wir unbedingt. Sonst können wir es nicht messen, ob überhaupt eine Verbesserung stattfindet.
Und deswegen werde ich auch auf das Thema natürlich eingehen. Ich habe Ihnen ein Praxisbeispiel mitgebracht von einem Kunden aus der Schweiz, der uns schon seit über einem Jahr nutzt und möchte aber dann auch zum Schluss auf etwas ganz Wichtiges eingehen, nämlich die Conversion Rate, also der Unterschied zwischen, sage jetzt einmal, Bewerber, der die Bewerbung startet oder der sie abschickt und was dann auch wirklich dann auch ein guter Bewerber ist. Und auch hier geht es auch darum, die Daten zu messen und Kennzahlen auch entsprechend anzusetzen, wo ich dann ja letztendlich auch weiß, ob das, was ich beim Bewerbermarketing tue, auch wirklich das Ergebnis bringt, das ich mir wünsche, auch was die Qualität betrifft. Und zu guter Letzt habe ich Ihnen zwei exklusive Angebote mitgebracht. Also es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Als kleines Piktogramm rechts unten möchte ich auch unbedingt bitten oder was ich mir auch vorstelle, ist kein Frontvortrag jetzt nur, sondern schreiben Sie bitte frank und frei im Chat Fragen. Der Tial wird Sie, wenn Sie passen, auch gleich direkt stellen oder ich werde schauen, dass ich genug Zeit am Schluss des Vortrages auch noch einplane, dass ich die Fragen dann am Schluss auch beantworten kann. Gut, dann steigen wir gleich ein in das Thema Online-Marketing und das ist ganz klar data-driven. Ich habe Ihnen da ein Bild mitgebracht von der Firma Search Metrics, die im Bereich eben Online-Marketing, das performance-basiert stattfindet, unterwegs ist. Und hier wird auch schön erklärt, worum es hier geht. Es geht hier darum, dass man schaut, was tue ich im Marketing, dass man versucht, den Erfolg präzise zu messen und so einfach auch Streuverluste zu vermeiden oder zu reduzieren. Das heißt, die Zielgruppe noch besser zu erreichen und ja, letztendlich die Budgetmittel, die ich einsetze für das Marketing, besser zu verwenden, effizienter zu verwenden, einen besseren Return on Investment zurückzubekommen. Und interessant ist ja auch, wir nehmen das ja wahrscheinlich auch wahr, eben aus dem persönlichen Bereich, wenn wir sehen, wie zum Beispiel Werbebanner geschaltet werden auf Basis unseres Verhaltens im Internet. Und laut dem OVK-Report ist auch sehr interessant auch zu sehen, dass bereits 2 Drittel aller Online-Werbeumsätze für Produkte und Dienstleistungen jetzt in dem Fall bereits programmatisch generiert werden. Programmatisch bedeutet, basiert auf die Performance, auf Daten, die gemessen werden, gezielt zu schalten und nicht nur einfach eben ganz klassisch ja, mit der Gießkanne drüber zu gehen und zu hoffen, dass ich die Zielgruppe erreiche. Und ich habe Ihnen ja schon versprochen, Interaktion ist wichtig bei dem Vortrag. Und deswegen habe ich Ihnen eine kleine Schätzfrage mitgebracht, die mich auch selber interessiert, wie jetzt einfach das Gefühl bei Ihnen ist, die heute da mit dabei sind. Und zwar, wenn wir jetzt eben diese Zahl kennen, was würden Sie schätzen oder was ist Ihre Meinung? Wie sehen wir hier im HR-Bereich, was das Recruiting betrifft, was das Ausspielen von Stellenanzeigen betrifft, das Schalten von Stellenanzeigen? Sind wir da ähnlich unterwegs wie bei Produkten und Dienstleistungen oder wie würden Sie das einschätzen? Wie hoch ist der Anteil im HR-Bereich im Bewerbermarketing? Genau, wie ist denn, ihr seid ja schon sehr lange und sehr erfolgreich im Markt. Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Ist das Thema schon wirklich, wirklich gelandet oder ist da noch viel Luft nach oben im deutschsprachigen Raum? Jetzt muss ich natürlich, ich möchte natürlich niemanden beeinflussen, der Ja. jetzt gerade abstimmt. Ja, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass hier wunderbares Potenzial noch schlummert. Und das möchte ich eben auch heute aufzeigen und hier ein paar einfach Denkanstöße und Impulse mit auf den Weg geben, dass man hier wirklich sehr viel noch ja, an Potenzial heben kann.
Okay, Dann ich sparen denke wir mal, jetzt unser auch das Publikum, Feedback des Publikums, genau, genau. das lässt sich auch nicht beeinflussen. Wir werden die Ergebnisse jetzt zeigen. Ich weiß nicht, kannst du sie sehen? Sonst lese ich sie Ach vor. so, Hast du sie bei die dir? sind klicken, glaube ich. Sonst ja, Genau. lies mal vor, ja. Genau. Also zwischen 50 und 65% sagen 6%, zwischen 35 und 50%, das ist die Mehrheit, sagen 31%, zwischen Aha. 20 und 35%, 22%, zwischen 5 und 20%, 28%, ja, und unter Ja. 5% sagen 13%. Spiegelt das deine Wahrnehmung so wider? Absolut, wobei wir intern geschätzt haben und einfach auch Gespräche, die wir mit Kunden führen, da lehne ich mich jetzt einfach raus. Wir glauben, dass wir, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, hier ja, 20% liegen. Also umgekehrt, 80% werden klassisch über Laufzeitprodukte geschaltet. Das sind eben Slot-Modelle oder eben klassische Laufzeitmodelle. Post and Pay. Manche geben ein R noch hinein mittlerweile, und das spiegelt schon ein bisschen auch wider, natürlich auch die Stimmungslage. Und man versucht eben andere Methoden, sind ja in den letzten Jahren auch sehr stark ja, ge mehr genutzt worden, wie jetzt beispielsweise Active Sourcing, was sich natürlich auch als sehr aufwendig eben herausstellt. Und da, wenn es darum geht, ist auch sehr schön, dass man beobachten kann, dass auch bei uns in der Publisher-Landschaft, also den Kanälen, die man dafür nutzen kann, hier das Angebot sich stetig erweitert in Richtung Performance-Modell. Das heißt, ich habe es hier kurz gegenübergestellt, das klassische Laufzeitmodell, da bezahle ich quasi für das Schaufenster, wenn man so will. Ich schalte für 30 oder 60 Tage die Anzeige, muss dafür einen fixen Preis bezahlen. Es ist der Preis, den ich bezahle, ist nicht gekoppelt an eine Performance im Sinne von Klicks oder Bewerbungen, die auf diese Anzeige reagieren. Während es eben andere Modelle gibt, wo ich unter Umständen gar keine feste Laufzeit habe, wo ich ständig ja, oder täglich nahezu entscheiden kann, ob ich die Anzeige schalten will oder wieder offline nehmen will, und wo ich den Preis zum Beispiel auf Basis der Klicks bezahle, also eindeutig Leistung, Performance basiert. Es gibt auch Modelle, wo ich eben Cost per Application bezahle, also für jeden Bewerber, der hereinkommt, eben einen Tarif verrechnet bekomme. Und dieser Wandel, den man auch sehr schön beobachten kann bei uns in den USA, ist der Wandel ja schon viel, viel weiter auch fortgeschritten. Der versetzt uns in die Lage, dass wir sagen: Moment einmal, eigentlich Recruiting, das ist ja Marketing in Wirklichkeit. Und das ist ja auch ein Praxistipp vielleicht, den ich Ihnen mitgeben möchte. Wenn Sie im HR-Bereich tätig sind, gehen Sie mal zu Ihren Kollegen vom Marketing und lassen Sie sich zeigen, was dort alles für Methoden auch angewendet werden und wie dieser eben dieser Marketing-Funnel entsprechend versucht wird zu füllen und auch entlang der einzelnen Phasen durch Kennzahlen und durch gemessene Daten. Da sind wir wieder genau an dem Punkt, eben, dass ich brauche Daten, ich muss das messen, ich brauche Kennzahlen, hier wirklich auch das Marketing optimaler gestalte. Und das spiegelt sich eben auch wieder in der Statistik oder in dem Report, den ich Ihnen zu Beginn bei der Schätzfrage gezeigt habe, dass 2/3 schon programmatisch ausgespielt werden. Und das hat auch einen guten Grund, warum das gemacht wird, weil einfach der Return on Investment und die Effektivität ungleich größer geworden ist dadurch. Das heißt, wenn man jetzt Learnings vom Online-Marketing umlegt auf Programmatic oder auf das Recruiting, auf das Stellenanzeigen-Marketing, dann kommen wir eben zum Programmatic Recruiting, wo wir dann halt nicht mehr von einem Produkt sprechen, sondern von einer Stellenanzeige, und wir nicht von einem Kunden sprechen, sondern von Kandidaten, die ich erreichen möchte, die ich eben
dazu bringen möchte, dass sie sich bewerben auf die Stelle, dass sie aufmerksam werden auf die Stelle. Es sollen halt natürlich nicht irgendwelche Kandidaten sein. Die Qualität muss auch gemessen sein, deswegen passende Kandidaten. Und die möchte ich dann erreichen, wenn es passt. Also wenn sie sich zum Beispiel im Internet befinden und verschiedene Seiten aufrufen und unter Umständen gar nicht aktiv nach einer Stelle suchen. Also das ist ja auch ein ganz wertvoller Effekt von Programmatic Job Marketing, nämlich dass ich auch latent Suchende, passiv Suchende erreichen kann und nicht nur die, die ja aktiv auf Stellenbörsen sind und dort schauen, was es für Stellenanzeigen eben gibt und was es für offene Stellen gibt. Konkreter jetzt auf das Jobmarketing gemünzt. Was heißt das jetzt? Und was sind so wichtige Eckpfeiler dieser Methode, wenn ich diese Methode anwende? Es geht also um einen Ansatz, der maschinengesteuert ist, im Hintergrund Machine Learning Technologie zum Einsatz kommt, die eben ständig lernt und erkennt und trainiert wird, wo welche Stelle für welchen Jobtitel am besten funktioniert. Das heißt, es geht darum, dass man aus hunderten verschiedenen Kanälen die Auswahl treffen kann und auch soll in dem Fall. Also zu wissen, welcher Kanal funktioniert für welchen Jobtitel am besten. Dann gehört natürlich das richtige Timing mit dazu. Das heißt, es geht darum, auch genau Bescheid zu wissen, was heute am besten funktioniert, nicht was letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr am besten funktioniert hat für diesen Jobtitel. Denn es könnte sein, dass es heute eben woanders am besten funktioniert. Wenn wir performance-basiert schalten, dann ist natürlich es entscheidend, auch das Budget im Blick zu haben, dass das Budget nicht überschritten wird, dass es nicht unnötig vergeudet wird für Stellen, wo schon sehr, sehr viele Bewerbungen reingekommen sind, sondern dass das Budget entsprechend gut eingesetzt wird, verteilt auf die verschiedenen Positionen und optimal verwendet wird. Aber ich habe ja ganz bewusst auch Unterschreitung hingeschrieben, denn es kann sein, dass die künstliche Intelligenz Ihnen aufzeigt, dass Sie Potenzial liegen lassen. Das heißt, wenn Sie auch bei bestimmten Kanälen mehr Budget in die Hand nehmen, dann würden Sie einen viel größeren Effekt erzielen. Und das habe ich Ihnen auch mitgebracht bei dem Praxisbeispiel des Kunden, den wir uns später noch anschauen werden. Das Ergebnis, worum geht's? Wir wollen einfach einen besseren Return on Investment haben. Oder anders ausgedrückt, Streuverluste reduzieren oder wenn möglich ganz vermeiden. Das heißt, wie schon in dem wunderbaren Keynote von Dr. Klauner auch gezeigt wurde, es geht darum, Daten zu nutzen, Daten, die ja vorhanden sind, die uns zur Verfügung stehen, dass man die auch nutzt, aktiviert sozusagen, daraus lernt, und durch eine entsprechende intelligente Lösung entsprechende Maßnahmen ableitet. Auf unseren Anwendungsfall angewandt heißt das, dass man eben lernt und weiß, wo welche Stelle am besten um welches Budget wie lange geschaltet werden soll. Und dann sind wir plötzlich bei einem Recruiting Funnel, der dem Marketing Funnel nicht unähnlich ist. Und ganz wichtig natürlich, wir messen auch entlang dieses Trichters entsprechende Kennzahlen. Beginnt eben, wie oft wird die Anzeige aufgerufen, angeklickt, beziehungsweise auch, dass man misst, auch die Diskrepanz oder den Unterschied zwischen Bewerbung gestartet und Bewerbung abgeschickt. Auch das wird gemessen. Aus dem kann man selber dann auch sehr viele wertvolle Erkenntnisse ziehen. Und vor allem ganz wichtig, dass die Qualität gemessen wird. Also in Kombination mit Ihrem Bewerbermanagementsystem dann auch zu messen, qualifizierte Bewerber und die dann auch entsprechend
genommen werden, die angestellt werden zum Beispiel oder vermittelt werden, wenn sie ein Personaldienstleister sind. Das heißt, umgekehrt gesagt, Sie können retour tracken, wo der Kandidat, wo die Person, die dann angestellt wurde, wirklich herkommt. Oft kriegen Sie als Antwort beim Interview, wo haben Sie uns gefunden? Im Internet. Mit dieser Technologie können Sie es wirklich auf die einzelne Stellenschaltung zurückverfolgen und wissen, wo die besten Kandidaten herkommen. Und das fließt dann wieder ein in die nächsten Optimierungsschritte. Das ist also ein ständiger Kreislauf, der hier stattfindet. Hier ist der Kreislauf auch ein bisschen dargestellt. Wie funktioniert jetzt die Lösung, die Joveo entwickelt hat in dem Zusammenhang? Als erstes werden einmal die Stellenanzeigen, die Sie unter Umständen eh schon ausspielen, über einen XML-Feed zum Beispiel. Dieser Feed wird an Joveo geschickt, auf diese Plattform hochgeladen. Joveo kann aber auch die Stellen einfach von ihrer Karriereseite abholen. Und dann ist ein ganz wichtiger erster Schritt, der entscheidend auch ist, nämlich, dass die Stellenanzeigen strukturiert werden. Das heißt, sie werden geordnet in Kampagnen, in Jobgruppen und auf Basis ihrer Ziele, die sie erreichen möchten, werden dann entsprechend auch Regeln entwickelt, die auf die Jobgruppe oder auch auf die einzelne Kampagne angewendet werden. Und dann geht's los, dann wird einmal ausgespielt. Meistens passiert das so, dass man ja auch den Status quo einfach mal beibehält und misst. Wenn Sie historische Daten haben, kann man diese Phase verkürzen entsprechend. Und ansonsten lernt einmal die Lösung, die Plattform und beginnt dann nach circa 2 bis 4 Wochen zu optimieren und misst dann wieder. Ja? Und hinterfragt auch die Entscheidungen und lernt entsprechend. Und das ist eben dieser ständige Kreislauf, den ich vorher beschrieben habe, dass die Entscheidungen, das, was getan wird, gemessen wird und die Ergebnisse ausgewertet, analysiert werden und auf Basis dessen wieder die Entscheidungen neu getroffen werden oder als gut natürlich auch vielleicht eingestuft werden, dass das sehr gut ist, was man gerade auch entschieden hat. Eine Möglichkeit, das Ihnen auch bei der Lösung von Joveo zur Verfügung steht, ist das Publisher-Netzwerk, das Joveo selber an Bord hat. Und hier auch vielleicht etwas zu erwähnen, auch wenn Sie sich so eine Lösung ansehen, hinterfragen Sie, ob die Lösung Publisher-neutral ist. Das heißt, gehört vielleicht diese Lösung, die Ihnen angeboten wird, zu einer Stellenbörse? Dann können Sie natürlich davon ausgehen, dass die Stellenbörse, die der Eigentümer dieser Lösung ist, wahrscheinlich nicht ausgeschlossen wird, davon dort zu schalten, unabhängig wie jetzt wirklich die Performance aussieht. Bei Joveo ist es so, dass wir explizit Publisher-neutral sind. Das heißt wirklich einfach nur dort ausgespielt wird, wo die Kampagne, die Jobgruppe oder der einzelne Job am besten funktioniert, die beste Performance bringt. Und da gibt es eben dieses Publisher-Netzwerk und da können Sie entsprechend Ihre Reichweite auch erhöhen, indem Sie einfach Zugang haben zu Kanälen, mit denen Sie bisher gar nicht gearbeitet haben. Das heißt, möglicherweise, wenn Sie Joveo nutzen, haben Sie das erste Mal alle Kanäle an einem Ort. Und zwar wirklich alle Kanäle. Programmatic Job Advertising beschränkt sich nämlich nicht nur auf Social Media Kanäle, aber natürlich auch werden die sehr, sehr intensiv genutzt. Sie sehen es auch hier links auf der Folie. Das heißt, die Plattform von Joveo vereint wirklich alle möglichen Lösungen und macht jetzt nicht prinzipiell, schließt niemand aus oder bevorzugt auch niemand, sondern möchte einfach den Ansatz verfolgen, dass man auf Basis der gemessenen Daten Entscheidungen trifft und dort ausspielt, wo es am besten funktioniert. Das heißt, egal ob es eine Laufzeitbörse ist, slotbasiert, kostenlos selbstverständlich, also auch rein organischer Traffic oder eben Social Media wie Google Ads, LinkedIn, Facebook Ads, alles kann von einem oder wird von einem einzigen Ort gesteuert. Und man kann das sozusagen wirklich aus dem Vollen schöpfen und sieht in Echtzeit an einem Ort alle Kampagnen, wie sie wo gerade performen.
Dieses Dashboard ist, wie gerade gesagt, in Echtzeit. Sie bekommen alle 30 Minuten die Zahlen aktualisiert und können sehr detailliert auch Auswertungen sich ansehen, sich zurücklehnen und zuschauen, wie die künstliche Intelligenz für sie arbeitet und ihre Kampagnen entsprechend optimiert. Der Effekt ist, dass das Budget gut genutzt wird, also ein Overspend wird vermieden, dass sie entsprechend nicht mehr Budget ausgeben dort, wo sie schon viele Bewerbungen bekommen haben und dafür Jobs für dieses Budget, das umgeschichtet wird, können sie Jobs pushen, die noch nicht die entsprechende Anzahl Bewerbungen bekommen hat. Vielleicht ein kleiner Einblick. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, merke ich gerade. Was passiert hier im Hintergrund? Zum einen lernt eben die Plattform und erstellt Regeln, die im Hintergrund angewendet werden auf Basis der Eckpunkte, die sie festlegen. Also sie haben eine Budgetobergrenze, sie haben ein Ziel, Bewerbungen auf diesen Job oder ähnliches mehr. Und auf Basis dieser Eckpunkte, die sie definieren, beginnt dann eben die Plattform zu arbeiten und versucht, das beste Ergebnis zu erzielen und die Obergrenzen oder die Ziele nicht zu über- und unterschreiten, sondern eben optimal ihre Kampagnen auszuspielen. Dann, ganz wichtig auch, sie können ein und dieselbe Stelle mehrmals schalten, und zwar mit verschiedenen Jobtiteln. Dadurch sammeln sie auch wertvolle Daten, welcher Jobtitel am besten funktioniert. Also A-B-Tests können sie sehr gut machen und sie können es auch verteilen auf verschiedenen geografischen eben Einzugsgebieten ausspielen, wenn es zum Beispiel ein Job ist, den man von zu Hause, remote, im Homeoffice auch machen kann, dann erreichen sie viel mehr interessante Kandidaten, als wie wenn man nur den Dienst dort nimmt und dort eben ausspielt beispielsweise. Und dann ganz ein wichtiges Feature, das Ihnen hilft, ist der Media Planner. Das heißt, hier schlägt Ihnen die Lösung vor, wo Sie schalten, um welches Budget Sie schalten, um welches Gebot empfohlen wird, wie lange geschaltet werden soll. Und wie schon erwähnt, das Messen der Qualität ganz wichtig. Also es wird getrackt von der ersten Ansicht bis zur Anstellung und Sie können das entsprechend zurückverfolgen und wissen ganz genau, welche Publisher am besten funktionieren und wo Ihre guten Kandidaten herkommen und nicht nur allgemein, sondern natürlich heruntergebrochen auf die einzelnen Jobgruppen oder Jobs. Ein kleines Praxisbeispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe. Bitte nicht erschrecken. Es zeigt aber ein bisschen, das Ganze ist natürlich komplex und darum brauchen wir auch die Hilfe der Maschine. Hier sehen wir eben einen Personaldienstleister aus der Schweiz, einen Kunden von uns, der verschiedene Jobgruppen hat, Kampagnen hat. Dann gehen wir jetzt in die Jobgruppe Baugewerbe. Sie sehen, man bekommt hier alle Kennzahlen entsprechend angezeigt. Hier haben wir die einzelnen Jobs und ich sehe auch auf Jobebene, was wurde schon jetzt, gerade heute, wie viel habe ich schon ausgegeben, wie sind meine Kennzahlen, Cost per Application, Cost per Klick und so weiter. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, wo geschaltet wird. Hier haben wir es jetzt neutralisiert. Wir haben also drei kostenpflichtige Publisher, einen kostenlosen Publisher. Auch hier sehe ich wieder in Echtzeit, was, wie viel ausgegeben wurde und wie der einzelne Publisher entsprechend performt. Auch nicht zu vergessen, wir messen auch sogenannte Bot-Klicks. Also wir helfen Ihnen auch, dass Sie wirklich nur echte Klicks von Menschen bezahlen und nicht welche, die von einer Maschine angeklickt wurden. Und dann eben der Media Planner, den ich Ihnen schon gezeigt habe. Und da jetzt dieses Praxisbeispiel. Hier hat die Mojo-Plattform von Joveo empfohlen, bei einem konkreten Publisher signifikant das Budget zu erhöhen, weil erkannt wurde durch gemessene Daten, dass man hier Performance liegen lässt durch ein zu niedrigeres Budget.
Aber das Schöne ist, wir haben jetzt nicht einfach nur dort einfach mehr Geld ausgegeben, wir haben gezielter das Budget eingesetzt und haben dadurch für die gesamte Jobgruppe Baugewerbe die gesamten Ausgaben von 4.800 auf 3.600 Franken gedrückt, bei gleicher Performance, Anzahl Bewerber bzw. Hires. Nicht erschrecken, Sie müssen sich damit nicht herumschlagen. Wir haben einen Managed Service, wo ein Customer Success Manager sich darum kümmert. Sie können sich, wie schon erwähnt, zurücklehnen, das Dashboard ansehen und sehen live, wie Ihre Marketing, sage ich schon, Ihre Recruiting-Kampagnen, Stellenanzeigen-Kampagnen performen. Das Ergebnis: Wir haben nach 3 Monaten Cost pro Application um fast ein Drittel reduzieren können bei diesem Kunden. Noch kurz ein Impuls zum Thema: Hören Sie nicht hier auf zu optimieren. Eben durch die Daten, die gemessen werden, bekommen Sie sehr wertvollen Aufschluss, zum Beispiel, wie lange dauert Ihr Bewerbungsprozess, also Apply Start, Apply Application Send. Wie viele Minuten sind das? Und vor allem, zum Beispiel hier eine Auswertung: Zwischen Minute 6 und Minute 10 passiert was Dramatisches. Sie verlieren die Hälfte der Bewerber, die gestartet haben. Und das ist natürlich, ja, Vernichtung der Leads auf den letzten Metern, wenn ich so sagen darf. Und hier können Sie eben auch wieder durch Daten messen, wo Sie ansetzen können, zum Beispiel eine One-Click-Bewerbung am Frontend. Hier kommt ins Spiel, dass eben John Vision auch einen sehr guten CV-Parser anbieten kann und Sie dadurch ja, den Bewerbungsprozess viel attraktiver gestalten können für die Kandidaten. Das Fazit, das ich machen würde, ist: Es ist absolut nicht zu spät für den Einstieg, sondern wir fangen jetzt erst an, so richtig Gas zu geben in dem Bereich. Es ist sicher eine allgemeine Tendenz zu erkennen, dass performancebasiert geschaltet wird, dass Daten gesammelt und ausgewertet werden und hier die Kampagnen gemanagt werden. Also es geht hier um Performance, um Distribution und nicht unbedingt Destination, also sprich, wo überall meine Stellenanzeigen erscheinen, sondern das kann sich auch täglich ändern. Und das ist der Ansatz von Programmatic Job Advertising. Ja, soweit meine Gedanken und meine Impulse zu dem Thema, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Was ich Ihnen auch noch mitgeben kann oder möchte, sind zwei Angebote. Zum einen habe ich Ihnen was mitgebracht zum Lesen, ein White Paper, das Sie gerne kostenlos bekommen können, wo sehr wunderbar aufgezeigt wird, was programmatisches Recruiting eigentlich wirklich ist und welche Fragen Sie einem Anbieter stellen sollen, um herauszufinden, ob seine Lösung wirklich Programmatic Recruiting unterstützt. Und ein weiteres exklusives Angebot: Wenn Sie jetzt sagen, ja, das würde ich mir gerne genauer anschauen und Sie eine Pilotphase mit Joveo durchführen in diesem Jahr noch, die Pilotphase dauert 3 Monate, dann schreiben wir Ihnen 1.000 € gut, zum Beispiel auf die Setup-Gebühr oder auch die monatliche Grundgebühr für die Nutzung der Joveo-Plattform. Soweit mein Vortrag. Tjalf, ich bin ein bisschen über der Zeit schon wieder. Ja, Mein Problem. genau. Martin, aber kein Danke. Problem, wir haben auch kein Puffer ja eingebaut, ne? Alles Ja. gut. Deswegen, wir sind jetzt ja maximal entspannt, wie man so schön sagt. Aber ich würde schon mal tatsächlich bitten, den folgenden Referenten mit schon mal mit reinzuholen, den Jamie. Insofern noch eine Frage an dich, Martin, die Ja. natürlich hier immer wieder aufkommt. Ab welcher Anzahl, vielleicht gemessen an Stellenangeboten, lohnt sich Ja. denn euer Angebot? Also schon ab einer oder braucht man doch eher 1 Million? Natürlich nur eine, also wie ich gezeigt habe, es sind Jobgruppen, es sind Kampagnen, ja, und dass man das entsprechend performancebasiert am besten ausspielen kann, braucht man schon ein bisschen Größe. Faustregel ist 25 bis 30 Stellen, die ich permanent immer geschaltet habe, so im Schnitt. Okay, Ab gut. dann Ja, das ist kann eine man schon ganz Größenordnung. gut arbeiten damit. Ja, genau. Genau. Viel Zeitersparnis,
Ich kann das nur empfehlen. Martin, Zeit leider schon wieder zickzack um, aber ne, Wien ist ja nicht so weit weg. Insofern jederzeit herzlich willkommen. Nur ein digitaler Ja, also Sprung ich werde mich zur nächsten bemühen, Konferenz. im Nachgang die Fragen im Chat auch zu beantworten, individuell, oder schreiben Sie mir eine E-Mail und Ja. komme ich gerne mit allen Antworten persönlich auf Sie zu. Super. Vielen Dank. Sitzung wurde aufgezeichnet, auch wie die nachfolgende. Wir werden das alles hochladen auf unserem Portal. Martin, wir sehen uns ja nachher aber noch in der Podi-Diskussion. Ja, bin ich auch dabei. Gerne. Alles klar. Super. Dankeschön. Insofern begrüße ich Jamie, der schon sich zugeschaltet hat. Vielen Dank. Jamie, wie wirst du bitte ausgesprochen? Jamie, Sie waren richtig. Jamie. Ja, Genau. Jamie, großartig. Das, mein Vorname Tjalf ist auch immer, fragt auch der andere, wie spricht man das bitte aus? Jamie, großartig, von der Firma UKG, ihr habt euch ja umbenannt oder du kommst schon direkt von Kronos. Also ich, ne, Ultimate oder Ultimate Kronos Group, so ist es richtig. Vorher People Doc, bekannter Player im Markt. Jetzt seid ihr quasi richtig weltweit führend mit dieser Gruppe, denn bist aufgestockt sozusagen. Kommst du von People Doc oder kommst du von Kronos? Ich komme von der People Doc, genau. Ah ja, Also, okay. ja, also vor drei Ja, dann. Jahren angefangen, da waren wir noch ein Startup Ja. und ja, sehr schnell als HR Service Delivery Marktführer sind wir gewachsen und ja, Ja. mittlerweile 12.000 Mitarbeiter groß weltweit. Ja, kann man ja mal sagen, ne? Eines der größten Unternehmen im Bereich der HR-Cloud-basierten Software. Ja, also insofern vielen Dank, dass du bei uns bist mit dem spannenden Vortrag, wie können die heutigen Herausforderungen mittels künstlicher Intelligenz gemeistert werden. Da gehst du ja ein bisschen nochmal, ihr kommt ja auch aus dem Workforce, also Kronos, aber du wirst uns quasi so einen Rundumblick geben im Bereich HR. Jetzt hatten wir gerade eben das Thema Recruiting. Insofern freuen wir uns auf das, was du uns jetzt mitbringst. Und ich würde mal sagen, du kennst dich selbst am besten, stellst dich kurz vor und dann nochmal, UKG ist ein neuer Brand, den müssen wir uns jetzt erst gewöhnen. Also relativ neu, ich glaube ein Jahr, ne, so gefühlt. Oder wie lange seid ihr schon mit dem Brand jetzt unterwegs? Genau, so jetzt ungefähr einem Jahr, genau. So Ja. wie auch vorher gesagt, ich komme von, sagen wir mal, Legacy People Doc, damals einen Scale-up, mittlerweile schon 13 Jahre alt, Marktführer im HR Service Delivery Bereich. Und genau die Fusion, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, zusammen mit Kronos im Bereich Workforce Management und Ultimate Software im Bereich HCM. Ja, das macht ja, uns zusammen, sagen wir mal, stark in die wichtigsten Bereiche innerhalb von HR. Genau, also ich leite bei UKG den Solutions Consulting Abteilung, also bin da sehr nah involviert, so im Anfang eines Digitalisierungsprojektes, in die ja, Analyse, in die Initiierung von so einem Digitalisierungsprojekt und habe da ja die letzten 3 Jahre sehr, sagen wir mal, interessante Projekte schon miterlebt. Genau. Also ich möchte heute natürlich hauptsächlich über ja, praktische Anwendungen innerhalb von der KI reden. Aber um auch etwas Perspektiv zu geben, möchte ich kurz anfangen, eine Anzahl ja, aktuelle HR-Megatrends zu beleuchten. Ja, im Endeffekt ist Technologie und auch KI, ja, das muss praktisch sein, das muss den Menschen unterstützen, nicht ersetzen, sage ich immer mal so. Und von daher denke ich ja interessant, um uns auch mal in eine Perspektive zu platzieren, ne? Was, ja, was wartet auf uns? Genau. Also persönlich freue ich mich auch, um zu reden über die Zeit nach Covid. Genau warum, genau deswegen, dass es hat sich viel geändert, hä? Und es hat sich viel beschleunigt. Ich denke, dass viele Sachen privat und geschäftlich haben sich sehr schnell entwickelt. Und genau auch diese Trends und die Phase, die wir jetzt durchgegangen sind, hat ja schon gewisse Sachen definiert. Und ich denke, drei, sagen wir mal, Trends, die im Besonderen so beschleunigt worden sind. Hä? Ich denke, in gewissem Maßen sind die immer schon starke anwesend gewesen, aber jetzt sicher, wenn so viel privat und auch geschäftlich ja, sich bewegt hat, hat es sich echt ja, beschleunigt. Ja, Punkt 1 ist da so People before Profits. Ja, das Unternehmen
immer mehr realisieren und auch immer mehr soziale Verantwortung nehmen und auch in dem Sinn den Mitarbeitern damit reinzubringen. Megatrend 2, was ich beleuchte, ist die Work-Life-Synergie, dass die Grenze zwischen den Arbeit und dem Leben von Mitarbeitern ja immer näher kommt. Und ich denke, dass letztes Jahr da auch ein Beschleunigung, ein Beispiel war, wie ja diese Strömungen sich mehr und mehr eingebunden haben. Und dass eigentlich in diese Erfahrungen, die wir jetzt aufgetan haben, dass HR jetzt in einer Position steht oder noch mehr anerkannt wird wie je zuvor, dass wir uns als HR anders organisieren und auch auf andere Punkte fokussieren müssen, um auch die zukünftigen Mitarbeiter einzubinden und zu motivieren, sagen wir mal so. Genau. Um mal mit Trend 1 anzufangen. People before profits. Ja, es gibt viele unterschiedliche Forschungen, die ausweisen, wie Unternehmen sich anders aufstellen und mehr davon bewusst sind, dass wir eine geteilte Verantwortlichkeit haben auf dieser Welt in dem Sinn. Und das ist auch von mehreren Perspektiven ist das gut sichtbar. Ich möchte mal ein paar Forschungen darstellen, die auch zeigen, dass es sowohl für Mitarbeiter, aber auch für Konsumenten, für Kunden, dass es echt mehr und mehr angefordert wird. Eine Forschung von Deloitte hat ausgewiesen, dass 70% der Millennials erwarten, dass den Arbeitgeber, wo die Arbeiten anfangen, irgendwas mit Social Responsibility machen. Und was ich da so interessant finde, ist, dass das genauso, sagen wir mal, im Privatleben, wo wir als Kunden uns auch überlegen, wo kaufen wir unsere Produkte und dass da in Forschungen eigentlich genau das Gleiche ausgewiesen wird. Dass 90% der Konsumenten, die in einer Forschung von Business News Daily befragt würden, ganz klar sagten, dass die kein Produkt kaufen von einem Unternehmen, die keinen sozialen Zweck unterstützt oder die irgendwas unterstützt, was im Streit ist mit persönlichen Moralen und Idealen, sagen wir mal. Ja, und was ich von diesen beiden Forschungen so konkludieren kann, ist, dass wie wir als Mensch, entweder geschäftlich oder privat, uns auf die Welt orientieren, das grenzt sich nicht ab. Die morale Faktor, die wir genau in unserer Arbeit suchen und genau auch so privat suchen, die müssen auf alle Ebenen, müssen Mitarbeiter sich oder Menschen sich daran anerkennen. Und ich denke, dass hier auch eine Riesenchance liegt, um Mitarbeitern mehr zu binden, Verbindung zu kreieren auf Organisationsebene. Welche Identität haben wir als Arbeitgeber? Und welche Identität hat eine Mitarbeiter, die bei einem Arbeitgeber arbeitet? Ich denke, dass das hier, wie gesagt, nicht abzugrenzen ist in irgendwelche Aspekten von unserem Leben, aber überall sichtbar ist. Und das bringt mir auch zu Trend 2, die Work-Life-Synergien. Dass es immer eine dünnere Linie gibt zwischen privat und geschäftlich. Und auch das hat sich natürlich letztes Jahr riesig beschleunigt, wenn wir schauen, dass sowohl privat als geschäftlich für jedes Individuum die andere Änderungen, andere Herausforderungen, aber auch andere Unsicherheiten da auf den Tisch gekommen sind. Und dass es wichtiger wie je zuvor ist, um zu verstehen, was findet sich jetzt statt privat und wie können wir das als Arbeitgeber verstehen und auch unterstützen. Ich denke auch, das geht eine Ebene weiter wie, sagen wir mal, das klassische Work-Life-Balance, wo wir eigentlich sehr statisch die letzten 20, vielleicht 30 Jahren schon geredet haben über flexible Arbeit, Arbeiten von zu Hause, Homeoffice-Verträge, ziemlich statische Faktoren, wenn man darüber nachdenkt. Ich denke, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo
Arbeit und Privatleben echt integriert wird, ja? Und dass wir als Arbeitgeber die psychologischen und sozialen Aspekten versuchen zu verstehen. Ja, was treibt den Mitarbeiter? Ein Mitarbeiter arbeitet im Endeffekt zu leben und nicht andersrum. Ja, und wie können wir die individuelle persönliche Motivation und auch Bedürfnisse besser verstehen? Ich denke, das bringt uns auch auf den dritten Punkt. Ja, diese zwei Trends, die wir vorher gesehen haben, die sind sehr sozial, eher menschlich und vielleicht auch mehr umgebungsbewusst. Wie können wir als Arbeitgeber eine geteilte Verantwortlichkeit nehmen und auf dieser Weg auch einen größeren Impact haben auf der Welt und auch den Mitarbeitern, die genau diese Idealen haben, darin reinbeziehen. Ich denke, dass wenn HR sich darauf fokussieren möchte, dann sind es gewisse oder gibt es gewisse Punkte, die HR ändern kann oder soll, damit sie auch Zeit frei machen können, um sich mehr auf diese menschlichen Aspekte zu fokussieren. Und ich denke, ein Ding, was da einfach sehr wichtig ist, ist, dass HR sich neu definiert und weggeht, so weit wie es geht, von der Admin-Rolle und die Compliance-Rolle. Es gibt da auch unterschiedliche Forschungen, die zeigen, dass eigentlich HR immer noch sehr gebremst wird von administrativen Aufgaben. 73% der Zeit geht an administrativen Aufgaben verloren. Und ich denke auch ein Punkt, was da mitspielt, ist, dass das HR-IT-Landschaft immer wieder komplizierter wird. Und im Durchschnitt werden 11 unterschiedliche HR-Lösungen eingesetzt. Und da ist HR oft auch mehr die verbindende Rolle zwischen Lösungen. Und da gibt es ein Riesenpotenzial, um für HR Zeit freizumachen, damit sie auch mehr auf menschliche Faktoren fokussieren können. Und sicher, wenn digital immer mehr es primäre Kanal wird, um mit allen Mitarbeitern kommunizieren zu können und auch unterschiedliche Zielgruppen, ist die digitale Transformation einfach essentiell, um auch als HR den Mitarbeiter optimal bedienen zu können und mehr Zeit freizumachen. Genau. Ich denke, auf Basis davon, wenn wir schauen, wo es einerseits ein Riesenpotenzial gibt, wenn es geht um Reduzierung der administrativen Aufwand, aber auch gleichzeitig schauen, wie können wir Mitarbeiter besser erreichen, wie können wir mehr Transparenz bieten und auch Mitarbeitern einbeziehen in alle interne und externe Änderungen, die immer mehr stattfinden. Da habe ich hier vier, sagen wir mal, praktische Anwendungen definiert, die auf mehrere Ebenen darin unterstützen können. Einerseits Robotic Process Automation, End-to-End-Automatisierung, besonders auch Gericht auf systemübergreifende Prozesse, damit es einerseits für HR eine Erleichterung gibt und andererseits für den Mitarbeitern von der Benutzererfahrung optimalisiert wird. Punkt 2, Chatbot-Technologie. Einerseits personalisiertes Service geben, zielgruppenspezifisch auch, aber auch andererseits die Kernprozesse, wo die Mitarbeiter die meisten Bedürfnisse haben, dass diese auch auf eine logische und natürliche Weise initiiert werden können. Trend 3, NLP, Natural Language Processing. Sicher, wenn digital mehr und mehr als Kommunikationsmittel hergenommen wird, dass wir auf eine Ebene weiterschauen und tatsächlich versuchen, die Emotionen und Gefühle zu verstehen, mit jeder Interaktion zwischen Mitarbeiter, HR und auch andere Rollen wie die Führungskraft. Und Punkt 4, Advanced Analytics. Ja, natürlich ist Technologie so stark, wie es eingesetzt wird, ja, und ist die Basis von einer, sagen wir mal, optimale Serviceleistung. Ein Service an den Mitarbeiter hängt auch damit zusammen, dass wir uns kontinuierlich optimalisieren können. Genau. Gut. Trend 1, Robotic Process Automation. Ich habe es vorher schon ein bisschen introduziert. Ich denke, RPA hat einen sehr effektiven Einsatzpotenzial, wenn es geht um Prozesse standardisieren, aber vor allem auch
systemübergreifende Prozesse so weit wie es geht zu automatisieren. Einerseits datenbezogen, aber auch alle denkbare Aufgaben und Aktionen, die mit unterschiedlichen HR-Prozessen dazukommen, dass auch diese repetitive Aufgaben automatisiert werden können. Ja, um einfach mal ein Beispiel zu geben von einem Prozess, eine Arbeitszeitänderung. Mitarbeitern möchte Teilzeit arbeiten oder mehrere Stunden arbeiten. Und da sieht man schon oft, das fängt an mit einem Antrag, entweder Mitarbeiter gesteuert oder von der Führungskraft. Das beeinflusst den Payroll, das beeinflusst das Zeitwirtschaftssystem, Personalplanung, das beeinflusst Payroll-Daten, Daten im QHR-System. Das hat mehrere systemübergreifende Aktionen, aber auch Transaktionen, die automatisiert oder die stattfinden sollen. Und mit API können Sie genau hier für solche Prozesse können Sie da die Zeit besparen, in dem Sinn, dass die repetitive Aufgaben so weit wie es geht automatisiert werden können. Und das ist nur ein Beispiel von einem Prozess, die systemübergreifend ist. Da gibt es viele unterschiedliche Prozesse. Sogar im ganzen Lebenszyklus eines Mitarbeiters, einer Beschäftigung, da gibt es so im Durchschnitt 40-50% Zeitbesparungspotenzial mittels RPA. Es geht natürlich einerseits um Datensynchronisierung. Dateneingabe ist immer noch eine sehr zeitberaubende Aufgabe. Aber auch, wie gesagt, alles, was da als Nebenaufgabe dazukommt, Involvierten informieren, andere Systeme antriggern, um ein anderes Prozess anzustoßen. Genau wie mit einer Arbeitszeitänderung. Vielleicht soll es da einen Vertragsaddendum geben. Und auch da können Sie, so weit wie es geht, diese Triggers automatisieren. Also ich denke, hier gibt es das meiste Potenzial. Und auch praktisch gesehen können Sie da sehr pragmatisch anfangen. Im Endeffekt, wo bringt den Schuh? Wenn man Prozesse analysiert, einerseits vom Scoping her oder vom Umfang her, wie oft kommt ein Prozess vor? Und wie oft werden diese Prozesse initiiert von den Mitarbeitern? Dann können Sie schnell sehen, wo es das meiste Sinn macht, um gewisse Prozesse weiter zu automatisieren mittels RPA. Ja, und natürlich auch schauen auf, welche administrativen Aufwand bringt es für HR heutzutage und was wäre damit erreichbar. Ich denke auch nicht, dass es RPA etwas ist, was man auf einmal riesig über die Bühne schieben soll. Das soll man sehr pragmatisch anpassen. Was sind die Key-Prozesse heutzutage, aber vielleicht auch zukünftige Prozesse auf Basis von Änderungen, die stattfinden. Genau. Anwendungsfall 2, Chatbot-Technologie. Ich denke, dass wir hier zwei sehr interessante Anwendungsfälle haben oder zwei interessante Zwecke. Einerseits, und ich denke hauptsächlich, dass man über mehrere Kanäle Mitarbeitern bedienen kann. Natürlich ein bisschen unternehmenabhängig, aber unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Generationen, die andere Bevorzugungsweisen haben, um mit HR in Kontakt zu treten. Und das macht es natürlich optimal, wenn Sie als HR auch mehrere Kanäle zur Verfügung stellen. Ob das jetzt über Microsoft Teams ist oder über WhatsApp für Blue-Collar-Workers, die oft auch schwieriger zu erreichen sind, wenn die im Fabrik oder auf dem Feld unterwegs sind. Ich denke, es gibt drei Use Cases oder Anwendungsfälle für einen HR-Chatbot. Und da ist HR-Administration und Employee Helpdesk. Von der Forschung her ist da als höchste gescored worden, weil es da auch wieder Automatisierungspotenzial gibt. Genau die Self-Service-Prozesse, die Sie an Mitarbeiter zur Verfügung stellen, genau da können Sie auch mittels einem Chatbot, ein Chatbot, die auch oft systemübergreifend funktioniert und mehrere Systeme auch mittels RPA antriggern kann. Da gibt es ein Riesenpotenzial. Ob das jetzt einen
Arbeitsbescheinigung über Self-Service ist oder gewisse Prozesse oder Informationsbedürfnisse, ja, einen HR Knowledge Base, die über einen Chatbot erreicht werden kann. Ja, da können Sie sehr viel Zeit besparen. Natürlich auch Employee Engagement, ja, was ich vorher schon erwähnt habe, ist ein Top-Use-Case, ja, in dem Sinn, dass Sie genau den Zielgruppen ansprechen, wie sie erreicht werden möchten oder wie sie mit HR in Kontakt treten möchten. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, die jüngere Generationen oder auch Blue-Collar Worker, die vielleicht gar nicht über einen Rechner verfügen, um mit HR in Kontakt zu treten. Und dann Anwendungsfall 3 ist Workforce Management. Ob das jetzt Informationsbedürfnisse sind, Schichtplanung, Urlaubstage, aber auch generelle Anträge wie ein Urlaubsantrag oder eine Schichtwechslung oder eine Krankheit. Und genau auch hier für Blue Collar, die vielleicht normalerweise nur auf gewisse Momente digital mit HR in Kontakt treten können, was oft auch Workforce Management bezogen ist, genau wenn es geht um Planung oder Abwesenheit, haben Sie auch hier einen Riesenpotenzial, das hier einzusetzen. Ich denke auch, wenn man schauen, inwieweit ein Chatbot die Erwartungen erfüllt, durchschnittlich gesehen, ist es schon 92%, wo das eindeutig mit einem Ja beantwortet würde. Und ich denke hier, genauso wie ich auch vorher bei RPA erzählt habe, ist es auch hier einen sehr pragmatischen Ansatz. Ja, oft, wenn man über eine Chatbot-Implementierung nachdenkt, dann kann man das sehen als Riesenprojekt, aber im Endeffekt geht es auch hier nur darum, dass wir den Zweck erfüllen. Ne? Wo liegen die Bedürfnisse? Bei Mitarbeiter einerseits, aber auch bei HR natürlich. Wo können wir Zeit besparen? Wo können wir Aufwand reduzieren mittels einem Chatbot? Ne? Wie zum Beispiel sehr häufig beantragte Self-Service-Prozesse. Ja, und so können Sie auch klein anfangen und ja, pragmatisch wachsen. Anwendungsfall 3. Natural Language Processing. Es ist eine KI-getriebene Technologie, die Schriftsprache analysiert und auch menschliche, sagen wir auch emotionelle Trends darstellt, damit sie auf Organisationsebene, aber natürlich auch spezifischer wenn gewisse Events stattfinden, intern oder extern, dass Sie den Mitarbeiter abhören, um da besser verstehen, okay, was wird jetzt wirklich gesagt? Es geht anhand von gewissen Algorithmen und es wird sehr oft eingesetzt im Survey-Umfeld. Zum Beispiel, es gibt eine interne Änderung, organisationsbezogen oder eine Fusion, sagen wir mal, wie wir bei UKG letztes Jahr erlebt haben. Ob das jetzt eine positive Änderung ist oder eine negative Änderung, intern oder extern. Genau da macht es zum Beispiel Sinn, um über Surveying abzuhören, okay, was hat das für einen Einfluss gehabt? Im positiven Sinn, aber auch, wo finden sich Abweichungen statt? Und wo können wir als HR, als Organisation uns verbessern? Aber was wir auch zum Beispiel oft sehen, ist, dass es mit, sagen wir mal, mehr auf Projektebene hergenommen wird. Da wird ein HR-Initiativ gestartet oder ein organisationsbreites Initiativ, wo sie natürlich auch die Effektivität messen möchten. Aber was bringt das? Was bringt so ein Event oder Änderung? Und wie wird das erfahren bei den Mitarbeitern? Hat das uns gebracht, was wir da wollten? Und was sind so neue Bedürfnisse, die da entstehen? Ich denke auch hier, das bringt mir auch zum letzten Anwendungsfall, ist es wichtig, die Daten natürlich richtig zu analysieren. Ob das jetzt im NLP-Umfeld ist, aber auch für alle Anwendungsfälle, auch im Bereich Chatbot und RPA, die Prozesse für HR auch transparent machen. Wo bringt den Schuh? Wo gibt es Bottlenecks? Wie laufen Prozesse sich ab? Und welche Prozessbedürfnisse gibt es da? Da ist Analytics natürlich ein sehr starkes Einsatz, Mittel.
Weil auf Basis davon können Sie auch sehen, okay, wir haben einen Prozess zum Beispiel digitalisiert, gewisse Prozesse werden hergenommen, Employee Self-Service Prozesse oder vom Manager getrieben, aber auch HR-Prozesse generell. Und nur, wenn Sie das messen, können Sie auch tatsächlich sehen, okay, welche Entwicklungen finden sich statt? Gibt es da zum Beispiel neue Informationsbedürfnisse? Ja, wir haben das bei UKG, haben wir das letztes Jahr gesehen, dass im März, wäre zu erwarten, in dem Sinne zu erwarten natürlich, aber dass im März mehr wie eine Verdoppelung von Anzahl Anfragen stattgefunden hat, von Mitarbeitern zu HR, anfragbezogen, aber auch den Wissensdatenbank. Ja, da ist auf einmal sehr klar geworden, es gibt neue Informationsbedürfnisse und wenn wir da nicht agieren und keine neuen Prozesse oder Informationsquellen zur Verfügung stellen, dann wird es für den Mitarbeitern negativ sein für die Erfahrung, ja, weil ein Mitarbeiter findet nicht die Informationen, die ein Mitarbeiter haben will. Und für HR bringt es natürlich extra Aufwand, weil diese Prozesse nicht vordefiniert werden können. Ja, und es ist nur ein Beispiel, wie man Daten hernehmen kann. Natürlich auch systemübergreifend, prozessbezogen schauen, okay, wie wird die Plattform oder wie findet die Interaktion mit Mitarbeitern und HR statt und wo gibt es da Verbesserungspotenzial? Abschließend möchte ich auch kurz noch stehen bleiben, sagen wir mal, die technologische Grundlage. Ich denke, am Endeffekt ist KI nicht irgendwas, was das HR-Landschaft komplizierter machen sollte. Es sollte natürlich ein Zweck dienen. Es sollte unterstützen, als HR den Mitarbeiter besser zu bedienen und zu verstehen. Und andererseits für den Mitarbeiter natürlich es so einfach wie möglich zu machen, um sich zu informieren über gewisse Themen. Und mal so gesagt, als Anfang, das ist auch irgendwas, was Gartner ganz klar darstellt. Die haben immer schon über drei Zeilen geredet, drei Kernsäulen der modernen HCM-Anwendungen. Natürlich HR-Administration, Core-HR, Payroll, Talent-Management, vom Recruiting das ganze Lebenszyklus durch und natürlich auch Workforce-Management für Automatisierung. Und ein vierten Teil, was letztes Jahr auch von Gartner definiert wurde, und wo auch das meiste Potenzial liegt für HR laut Gartner, wenn es geht um den Mitarbeitern besser bedienen zu können, aber auch HR mehr zu automatisieren und wegzukommen von der Admin-Rolle und die Compliance-Rolle. Das ist HR Service Management. Eine Lösung, eine HR Service Delivery Lösung in dem Sinn, die sie ihnen unterstützt, die Interaktion zwischen Mitarbeiter und HR und jede denkbare Stakeholder so optimal wie möglich zu gestalten. Und ich denke, damit ist es für Ihnen vielleicht auch etwas klarer, wie wir vom PeopleDoc aus, die sich natürlich laut auf HR Service Management bezogen hat, wie wir zu einer Fusion gekommen sind, auch mit Kronos im Workforce Management Bereich und Ultimate Software im Talent- und HR-Administrationsbereich, dass wir genau diese Zeilen abdecken. Um auch einfach mal einen Eindruck zu geben, und Sie haben auch Handouts, die Sie runterladen können, die dafür prima geeignet sind. Was sind ja so die Kernkomponente einer HR-Service-Management-Lösung? Von UKG aus sind das eigentlich zwei Kernzeilen. Einerseits im Mitarbeiterinteraktionsteil, Case Management, dafür sorgen, dass es von Schritt 1, wo der Mitarbeiter ein Bedürfnis hat, ein Informationsbedürfnis, dass sie über einen HR-Wissensdatenbank die Information personalisiert zur Verfügung stellen und natürlich auch Transparenz bieten können in alles, was stattfindet, intern oder extern. Und natürlich, wenn wir da einen Schritt weiter gehen, es bleibt nicht immer bei einem Informationsbedürfnis. Es geht dann natürlich oft weiter. Ein Mitarbeiter stellt einen Prozess ein, die beantragt irgendwas oder HR stoßt einen Prozess ab. Und das ist vom Informationsbedürfnis alle Prozessschritte, die danach folgen, dass die so weit wie gehend automatisiert sind und das natürlich auch Ihnen in die Lage stellt,
den Service messen zu können und zu verbessern zu können, wenn es geht um Service Levels, aber genau auch um Analytics, wie, wo und ja, Hauptsache, wo können wir unsere Service verbessern und welche Informationsbedürfnisse gibt es. An der rechten Seite, das ist mehr im Document Management Ebene. Das ist das zweite Kernzeil von einer Azure Service Delivery Plattform, damit sie end-to-end die Prozesse automatisieren können. Viele mitarbeiterbezogene Anträge oder HR-bezogene Prozesse, das jetzt eine Arbeitszeitänderung ist, eine Arbeitgeberbescheinigung, die beantragt wird oder eine Beförderung, das hat oft dokumentbezogene Prozesse da oder viele Prozesse da gibt es Dokumente, die mitgeschickt werden oder angefordert werden, ja, dass sie das von A bis Z komplett digital und natürlich compliant ablaufen lassen können. Gut, ich sehe, ich bin jetzt schon auf der Zeit. Ich möchte es damit dann auch gerne abschließen. Wenn es noch Fragen gibt, ich schaue mal kurz in den Chat. Ja, da steige ich doch gerne mit ein in den Frage oder in die Frage. Und erstmal, Jamie, vielen Dank bis hierhin. Das war jetzt mal ein schöner Blick, sozusagen so ein Draufblick auf das Ganze. Großartig. Also wir haben ja heute ganz spannend gestartet mit wissenschaftlichen Teilen und jetzt wird es hier sehr konkret, pragmatisch. Das lieben wir Personal natürlich. Sehr schön. Ja, schauen wir mal. Also zum einen nochmal kurz, du hattest das erwähnt, es sind ein paar Unterlagen als Handout hier vorhanden. Also liebe Teilnehmer, direkt im Unterlagenteil hier in dem Panel könnt ihr euch schon mal die Unterlagen von den Kollegen runterladen, beziehungsweise von UKG. Ja, kannst du mal so nochmal einen konkreten Anwendungsfall, wenn wir schon bei der Praxis sind, nennen zum Thema NLP? Das NLP kenne ich ja noch irgendwie aus früheren Zeiten, war das eher so oldschool, aber jetzt hat es KI nochmal einmal auf links gedreht und macht es auch jetzt etwas moderner. Mhm. Genau. Also was man sieht, also NLP hat sich ein bisschen, sagen wir mal, durchgebrochen im Bereich Umfragen, Surveying. Mhm. Ja, dass sie auch natürlich entweder, ob das jetzt eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage ist, was das, denke ich, schon eine der häufigsten Fälle ist. Aber das wird auch immer wieder mehr angewendet, auch kampagnenbasiert. Zum Beispiel, es gibt einen Initiativ, es gibt einen Transformationsprojekt innerhalb von HR und damit sie die Effektivität messen können und das, ja, die Erfahrung vom Mitarbeiter da auch erfahren können. Da wird so NLP, Natural Language Processing, sehr häufig eingesetzt. Genau. Okay. Aber wo sich das hinführt, und das sieht man auch mehr, ja, dann reden wir auch wieder über systemübergreifend analysieren, dass sie für jedes denkbare Prozess, wo eine Mitarbeiter und HR in Kontakt tritt, ja, dass sie das da auch anwenden können. Ja, weil es gibt natürlich auch wieder einen anderen Einblick in wie HR oder wie eine Mitarbeiter die Dienstleistung von HR erfahrt in dem Sinn. Nehmen wir nochmal einen anderen Anwendungsfall, Thema Chatbot. Meistens ist der unten rechts ja total gelangweilt, irgendwie kann ich Ihnen helfen und so. Aber da gibt es wahrscheinlich noch andere Anwendungsfälle. Ne? Also wie kann man das kombinieren? Hast du da noch ein bisschen Input für uns? Ja, ich denke, ich habe es vorher auch schon gesagt, es muss halt auch im Veränderungsmanagement muss es sehr, sehr pragmatisch und auch transparent muss es dargestellt werden. Es gibt viele schlechte Erfahrungen auch mit dem Chatbot, vielleicht nicht innerhalb von HR, aber wenn Sie, weiß ich was, irgendeine privaten Dienstleister, die eigentlich gewisse Prozesse schon definiert hat, aber wo es nicht komplett klar ist, wie ich als Anwender das hernehmen kann, dann gibt es oft schlechtere Erfahrungen. Und darum ist es, denke ich, auch im HR-Bereich so wichtig, um transparent darzustellen. Auch über diese Weise können Sie genau für diesen Zweck den Chatbot hernehmen, ja, und da auch abgrenzen, was macht den Chatbot und was macht HR tatsächlich selber. Ja, so eher auf Prozessebene und Use Case Ebene. Das hört sich gut an. Da haben wir noch gleich noch einen weiteren Use Case, den uns gleich die Kollegen von Cornerstone vorstellen werden. So, dann bleib du noch bei uns, Jamie, und ich hole schon mal die beiden Kollegen Hannes und Thorsten mit rein von der Firma Cornerstone, die im Bereich der Talent Management unterwegs sind. Ich glaube, jetzt muss ich mal fragen, das ist ja nicht ganz so eure Domäne, ne? Jamie, das Thema Talent Management, oder seid ihr da auch unterwegs? Also von
sagen wir mal, UKG Europa aus sind wir dann nicht so unterwegs. Wir unterstützen das schon mit gewissen Onboarding-Prozessen, sagen wir mal so. Ja, das genau, weil auch genau bei den Eintritt, ja, da sieht man, dass die Interaktion zwischen HR und Mitarbeiter sehr intensiv ist. Ja, und dass man auch da gewisse Prozesse transparent darstellen kann. Okay. Jamie, du bist nachher noch bei der Podi-Diskussion mit dabei? Ja, bin ich dabei. Großartig. Dann vielen Dank. Sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis dahin, schöne Zeit noch. Ja, ja, das war Jamie von UKG. Also geht gleich flott weiter. Mit Hannes ist gerade zugeschaltet. Grüß dich, Hannes. Guten Morgen, Charles. Hallo. Guten Morgen, genau. Dein Kollege Thorsten kommt noch dazu oder ist dezent im Hintergrund? Wie wollt ihr euch da arrangieren, nur dass ich das kurz weiß? Wir teilen zusammen. Ich bin auch schon da. Da ist er. Okay, alles klar. Sehr schön. Ja, Cornerstone, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, weil ihr seid ja schon ziemlich lange auch im Bereich der künstlichen Intelligenz oder in der Forschung, im Bereich vor allem Lernen. Das war heute ja schon, weiß ich nicht, ob ihr von Anfang an dabei wart, hat sich ja durchgezogen wie ein roter Faden, das Thema Lernen. Würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich auch der größte Anwendungsfall, vermute ich mal, neben dem Thema Recruiting. Aber das werdet ihr uns gleich viel besser aufstauen können. Also Cornerstone, für die es jetzt noch nicht wussten, ich habe es mal hier gerade aufgeschrieben, in 180 Ländern tätig, 50 Sprachen. Also da bringt ihr auch ein bisschen noch mit, ne? Also ihr seid schon ein führendes Personalentwicklungsunternehmen und davon werden wir natürlich jetzt gleich profitieren. Insofern eure Bühne, ihr kennt euch selbst am besten, würde ich sagen, stellt euch einfach mal kurz vor und natürlich die Cornerstone und dann gehen wir direkt rein ins Thema. Eure Bühne, ja. Bitteschön. Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank für die Vorstellung auch von uns und von Cornerstone. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Webinar HR 4.0. Das Potenzial von künstlicher Intelligenz durch Cornerstone. Und was wir mit Ihnen machen möchten, oder vielleicht beginne ich mit einer kurzen Vorstellung, wer sind wir überhaupt, die Sie heute durchführen? Sie sehen vielleicht mein Bild, Sie haben mich eben gesehen mit Haaren, einmal sehen Sie mich jetzt auf dem Screen mit Helm, vielleicht aber auch im Live-Bild ohne Haare. Das Leben verändert sich, die Welt verändert sich und es gibt natürlich rasante Entwicklungen und da möchten wir Sie heute einfach mal durchführen. Ich bin Hannes Klinghöfer, ich bin Sales Manager bei Cornerstone, bin seit nunmehr 14 Jahren im HR-Bereich als Berater von kleinen, mittleren und großen Unternehmen aktiv und werde heute die nächste halbe Stunde so ein bisschen moderierend und einleitend den Termin gestalten. Mit mir im Termin ist Thorsten Rusch, er ist Senior Manager Solution Consultant, der Sie gleich durch die Lösung führen wird. Tjalf hat es eben gerade gesagt, wir sind beide von Cornerstone und für die, die vielleicht noch nicht mit Cornerstone in der Vergangenheit zu tun hatten, bei Cornerstone handelt es sich um ein globales Talent-Management-Unternehmen. Wir waren einer der Pioniere, wenn es darum ging, vor 20 Jahren Cloud-Lösungen an den Markt zu bringen. Und dieser Pioniergeist von unserer Gründung hat sich eigentlich durch die letzten 20, 22 Jahre gezogen. Denn wir haben unsere Lösung immer wieder weiterentwickelt und immer wieder auf den modernsten Stand der Technik gebracht. Sei es, dass wir uns mit dem Thema Employee Experience als eines der ersten Unternehmen beschäftigt haben, wo es darum ging, wie muss ein Mitarbeiter oder wie sollte eine moderne Lösung für einen Mitarbeiter gestaltet werden. Und am Ende hat das dazu geführt, dass wir ein komplettes Talent Management Portfolio bei uns haben, welches den Mitarbeiter über seinen kompletten Employee Lifecycle unterstützen kann. Egal, ob es darum geht, wen soll ich als Unternehmen einstellen? Was sollen meine Mitarbeiter lernen? Welche Skills fehlen meinen Mitarbeitern? Welche Karrierepfade kann ich meinen Mitarbeitern darlegen? In der Vergangenheit war das immer sehr, sehr stark prozessgetrieben, unternehmensgetrieben, sehr, sehr stark von oben nach unten. Und die heutige Zeit möchten wir eigentlich dazu nutzen, wie kann das moderner, wie kann das besser für Ihr Unternehmen auch umgesetzt werden? Und dementsprechend haben wir ein paar Themen für Sie vorbereitet. Zunächst einmal möchten wir mit Ihnen über das Thema, was ist KI, sprechen, welche Anwendungsfälle gibt es im HR-Bereich für das ganze Thema und
Natürlich, wir möchten es nicht theoretisch halten in irgendwelchen PowerPoints, sondern wir möchten es Ihnen wirklich auch in einer Lösung zeigen, wie kann sowas Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter auch unterstützen. Beginnen wir mit dem Thema, was ist KI? Künstliche Intelligenz, KI, ist heutzutage überhaupt erst möglich aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung, die es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gab. Vor noch 10, 20 Jahren war das ganze Thema komplett unrealistisch. Warum? Es gab noch gar nicht die entsprechenden Computer, Rechenleistungen, Geschwindigkeiten, Mechanismen, Prozesse, die dahinter waren, die sich alle erst über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, sodass heute künstliche Intelligenz überhaupt möglich ist. Jetzt habe ich das Wort künstliche Intelligenz, KI, schon häufiger verwendet. Aber die Frage ist, was bedeutet eigentlich künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence? Denn ich habe gedacht, ich beginne mit einer einfachen Definition und habe mich dann hingesetzt und habe mal im Internet gegoogelt, was bedeutet eigentlich künstliche Intelligenz? Es ist relativ schwierig, eine einheitliche Definition zu finden. Warum? Das Thema Intelligenz ist nicht mal richtig definiert. Und dementsprechend gibt es unheimlich viele verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz. Alle haben aber eins gemeinsam. Künstliche Intelligenz beschreibt Informatikanwendungen, deren Ziel es ist, intelligentes Verhalten zu zeigen. Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr allgemein. Dementsprechend möchte ich das gerne ein bisschen konkreter machen. Und dabei kommt es auf vier Themengebiete an. Das Wahrnehmen, Verstehen, Lernen und Handeln. Das Wahrnehmen als erstes ist etwas, das machen Computersysteme eigentlich schon seitdem es Computer gibt. Das Speichern von Informationen. Konkretes Beispiel, welcher Mitarbeiter hat welches Training absolviert oder eben auch nicht absolviert. Die zweite Komponente ist das Verstehen. Also, welche Einflussfaktoren gibt es? Zum Beispiel, warum wurden Trainings an einem Sonntag weniger abgeschlossen als an einem Montag oder Dienstag? Also einfach diese Zusammenhänge zu erkennen. Und daraus ergibt sich dann der Bereich des Lernens. Also, wie sieht das Ganze aus? Was muss verändert werden, um den Trainingserfolg zu erhöhen? Und am Ende führt das Ganze in dem Thema des Handelns zusammen. Also, welche konkreten Vorschläge kann ein System auch dem Unternehmen, dem Anwender, dem Mitarbeiter, dem Manager, dem HRler geben, um das Handeln zu optimieren und dementsprechend erfolgreicher auch zu sein? Jetzt habe ich ein Beispiel genannt mit dem Thema Trainingsmanagement. Aber Tjalf hat am Anfang gesagt, das Thema Recruiting ist natürlich auch noch ganz entscheidend. Bleibt es beim reinen Recruiting oder bleibt es beim reinen Learning? Ganz klar nein. Denn das Thema künstliche Intelligenz ist in allen möglichen Bereichen des HR-Managements relevant. Und als Brücke sehen wir hier auch wieder das Thema Skill-Management. Denn Skill-Management hat eine ganz entscheidende Bedeutung, wenn es darum geht, die Brücke zu allen Talent-Prozessen zu schlagen. Dementsprechend stellen sich bestimmte Fragen, die man über Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz auch lösen kann. Also, welche Skills benötigen meine Mitarbeiter? Einfach ist es vielleicht zu sagen, welche Skills haben meine Mitarbeiter denn heute? Aber welche benötigen sie jetzt oder welche benötigen sie in 5 Jahren? Also, dementsprechend diese Themen zu beantworten. Im Bereich Nachfolgeplanung zu sagen, welche Karrierepfade gibt es überhaupt? Wo sollen sich meine Mitarbeiter hinentwickeln? Oder wo möchten sie sich hinentwickeln? Was ist der klare Weg von unten nach oben? Das ist bekannt. Aber so klar ist das heute nicht mehr. Denn häufig geht man einen Schritt nach oben, zwei Schritte zur Seite, bevor man wieder einen nach oben geht. Und mittlerweile ist es eben auch ganz oft, dass Mitarbeiter sagen, ja, vielleicht möchte ich auch mal einen Schritt zurückgehen. Und das Thema Trainingsmanagement ist sicherlich eins, was am einfachsten zu greifen ist. Ein Mitarbeiter hat ein Training gemacht. Welches Training ist das folgende? Beispiel Amazon. Kunden, die kauften,
kauften auch. Dementsprechend gibt es unheimlich viele Anwendungsfälle, auch im Bereich Recruiting. Was sind meine geeigneten Bewerber? Wer bleibt wahrscheinlich besonders lang im Unternehmen? Also, hier sind einfach sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die man sich vorstellen kann. Bevor Thorsten Ihnen jetzt zeigen wird, wie wir das konkret in einer modernen HR-Lösung umgesetzt haben, würden wir ganz gerne von Ihnen einfach mal wissen, und da würde ich Sie bitten, die Umfrage einfach mal zu starten, ob und inwieweit Sie heute schon künstliche Intelligenz in irgendwelchen HR-Lösungen nutzen. Genau, da spielen wir dann gleich mal die Umfrage aus. Oder Ivana, ich muss mal kurz eben nachfragen, haben wir dazu eine entsprechende Umfrage oder ist es eine offene Frage? Eigentlich war es als Umfrage gedacht. Wenn wir es nicht realisieren, dann würden wir in die Lösung springen. Warte mal, ich schaue mal ganz kurz mit rein. So, haben sich in dem Unternehmen bisher mit dem Thema KI im Personalbereich auseinandergesetzt? Das ist die Frage, richtig? Richtig. Genau, dann spielen wir die jetzt auch mal aus. Und da ist sie, weil ich sehe gerade, dass die Ivana kurz off ist. Genau, Umfrage läuft. Ja, also erstmal vielen Dank schon mal vorab fürs Mitmachen. Also da ist natürlich jetzt die Persona selbst gefragt, weil das Unternehmen könnte ja vielleicht sein, manche Kollegen wissen ja gar nicht genau, Mensch, machen wir da schon was, machen wir nichts. Also das, was ihr jetzt selbst quasi wisst, das ist hier die Frage. Und gerne, es sei denn, das ist gleich die Ergänzungsfrage, schon mal in welchem Bereich auch, ne? Also wo ganz konkret kommt die Frage noch oder können die Teilnehmer das direkt im Chat reinschreiben? Alles. Die Teilnehmer dürfen das gerne im Chat reinschreiben, das würde uns natürlich auch interessieren, weil was wir festgestellt haben, ist, dass über das Thema künstliche Intelligenz unheimlich viel gesprochen wird, aber dass wir sehr, sehr selten, dass es bisher noch sehr, sehr selten im Personalbereich überhaupt umgesetzt wird. Ja, vor allem die Frage ist ja, du hattest ja vorhin schon gesagt, also was sich damit beschäftigt, Definition. Sei mal ganz ehrlich, das meiste ist doch immer noch algorithmenbasiertes Zeug, nicht so wirklich künstliche Intelligenz. Das wird uns ganz gerne immer als künstliche Intelligenz verkauft, aber ist es das wirklich? Das ist genau das Spannende, weil das Erste sind einfach nur Algorithmen zu erkennen, aber künstliche Intelligenz, und da gehören diese vier Komponenten dazu. Gut, ich denke, das passt auch so als ersten Eindruck, wenn wir, ich würde jetzt gerne an Thorsten. Ich über die Ergebnisse ganz kurz, Hannes, die Ergebnisse. So. Ja, da war doch was. Genau, 52, also es ist wirklich die Waage, ne? 52% haben sich damit bereits auseinandergesetzt. Also von daher doch mehr, als ich offen gesagt gedacht hätte. Ja, okay. Prima. Dankeschön. Aber es wundert mich jetzt eigentlich nicht, weil wir haben ja heute einen kompletten Themenblock zu diesem Thema. Ja. Also, Thorsten, darf ich an dich übergeben? Sehr gerne. Wenn ich einmal das Recht bekomme, meinen Bildschirm zu teilen, würde ich auch direkt meinen Bildschirm teilen. Und in der Zwischenzeit würde ich... Genau, perfekt. Na? So. Und dann starten wir doch gleich. Jetzt sollten Sie eine PowerPoint sehen. Passt das so? Genau, sehen wir. Läuft. Großartig. Hallo zusammen. Danke, Tjalf. Danke, Hannes. Thorsten Rusch, mein Name. Ich möchte Ihnen jetzt gerne so ein bisschen zeigen, was das, was der Hannes Ihnen gerade erklärt hat, für eine HR-Lösung bedeutet. Und ich finde persönlich, ist es ein ganz spannendes Thema. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in dem Bereich Talent Management Software tätig. Und ich muss sagen, wenn wir uns das ganze Thema mal so betrachten, ist es endlich mal wieder was Spannendes im HR-Bereich. Wir beschäftigen uns jetzt 3 Jahre damit sehr intensiv, immer mehr. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist es einfach was ganz, ganz Spannendes, weil wir sehen, in den Unternehmen passiert was Neues, etwas, was uns in die Möglichkeit oder uns die Möglichkeit gibt, einfach Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten. In der Vergangenheit haben wir es oft gesehen, dass Unternehmen Kompetenzmodelle entwickelt haben, manuell. Sie haben sich überlegt, welche Kompetenzen sind relevant. Sie haben Profile ausgebaut. Sie haben Soll-Ist-Profile gebaut. Und dieser manuelle Block hat viel Arbeit gekostet, viel Zeit gekostet und wurde meistens nur für die Top-Führungskräfte eingeführt oder für einen Teil der Organisation. Mit dem, was wir jetzt machen, wollen wir das Ganze in der Breite eröffnen, für alle Mitarbeiter, für 100, 200, 500.000 Mitarbeiter auf einmal.
Und bevor wir in die Lösung gucken und uns wirklich anschauen, wie das Ganze aussieht, möchte ich nochmal so ein bisschen Hintergrund geben. Bei Cornerstone haben wir den sogenannten Skills Graph. Für den Skills Graph haben wir mit unseren Data Scientists, die wir bei Cornerstone haben, Daten ausgewertet. Wahnsinnig viele Daten ausgewertet. Daten, die in öffentlichen Quellen verfügbar waren, in erster Linie bei LinkedIn, Indeed, Monster. Und wir haben uns über 250 Millionen Karrierepfade angeschaut. Und diese haben über 250.000 Skills umfasst und über 10 Millionen Jobtitel. Stellen Sie sich das nur mal in einer Excel-Tabelle vor. Das ist eine episch lange Excel-Tabelle, die man nicht einfach auswerten kann. Das bringt mir, wenn es nicht strukturiert ist, erstmal gar nichts. Diese Daten haben wir gechallenged gegen akademische Daten und haben sie natürlich noch mit Kundendaten verglichen. Was macht das Ganze jetzt besonders? Wenn Sie sich das Ganze vorstellen, dann sind Skills und Karrierepfade unterschiedlich ausgedrückt. Denken Sie mal über LinkedIn-Profile nach. Jeder strukturiert das ein bisschen anders, jeder drückt es in verschiedenen Sprachen aus, wählt verschiedene Wörter dafür. Und wir haben uns gesagt, wir wollen das Ganze strukturieren, wir wollen das nutzbar machen für alle. Und dafür haben wir einen mehrstufigen Prozess eingeführt. Der erste Schritt war das Scraping. Wie ich gesagt habe, wir haben uns diese 250.000 Skills angeschaut, die wir von den verschiedenen Portalen bekommen haben. Dann haben wir diese Skills normalisiert. Also wir haben geschaut, in welchen Sprachen sind sie verfügbar? Welche Synonyme gibt es? Und haben es dann konsolidiert auf 53.000 Skills, die mehrsprachig verfügbar waren. Also in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Portugiesisch. Und im Moment sind wir dabei zu skalieren. Also wir führen von Release zu Release immer mehr Sprachen ein. Also grundsätzlich entwickeln wir uns da stetig weiter. Der nächste Schritt war die Kuratierung. Das war mit Sicherheit einer der arbeitsintensivsten Schritte, weil wir da wirklich manuell rangegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt das Rauschen reduzieren. Wir wollen einfach sicherstellen, dass diese 53.000 Skills oder diese Skills eine hohe Qualität haben. So sind wir auf 50.000 verifizierte und interlinguale Skills gekommen. Für mich dann der spannendste Schritt, die Berechnung der Distanz. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mitarbeiter, der Skill A hat, auch den Skill B hat? Mein Kollege, der Hannes, der arbeitet im Sales, das heißt, der kann gut verkaufen, der kennt sich gut mit PowerPoint aus und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der sich auch mit Excel auskennt. So können wir ableiten, wenn Skill A da ist, gibt es wahrscheinlich auch Skill B bei dem Mitarbeiter. Dann mussten wir das Ganze nochmal ein bisschen weiter strukturieren, weil 50.000 Skills sind immer noch eine ganze Menge, wenn die in einer Liste stehen. Und dementsprechend haben wir Kategorien eingeführt. 500 Kategorien, die jeweils ungefähr 100 Skills umfassen. Der letzte Schritt ist von der Berechnung her sicherlich der schwierigste. Da haben wir gefiltert. Wir haben einfach geschaut, dieser Skill, der jetzt gerade für den jeweiligen Mitarbeiter erkannt wurde, zum Beispiel auf Basis des Lebenslaufs, macht der denn auch Sinn in Verbindung mit dem Job, den der Mitarbeiter hat? Es gibt bestimmte Skills, zum Beispiel, es gibt einen Skill, der nennt sich ELISA, das ist was aus dem klinischen Testing, der wird in Laboren zum Beispiel, wird es oft genutzt im Krankenhaus. Das macht Sinn, wenn jemand im Krankenhaus arbeitet, aber wenn jemand im Vertrieb arbeitet oder im Finance-Bereich, dann macht es keinen Sinn. Deswegen schauen wir einfach, macht der erkannte Skill in Verbindung mit der Position des Mitarbeiters Sinn? Das ist ein konkretes Anwendungsbeispiel. Und so kommen wir zur Vision. Von der Vision möchten wir einfach unseren Kunden die Möglichkeit geben, Skills in der Breite zu erkennen. Nicht nur für die Top-Führungskräfte, nicht nur für einen Teil der Organisation, sondern für alle. Dann möchten wir Skills in Aktionen übersetzen. Wir möchten zum Beispiel erkennen, welche Gaps gibt es beim Mitarbeiter und wir möchten diese schließen, indem wir ihm zum Beispiel Trainings zuordnen. Wir möchten Talente finden, aber wir möchten auch den Mitarbeiter in die Lage versetzen, auf Basis seiner Fähigkeiten vielleicht neue Karrierewege zu finden, vielleicht Positionen zu sehen, die er vorher überhaupt nicht auf seinem Radar hatte und sich weiterzuentwickeln. Internal Mobility wäre hier das Stichwort. Wir sehen also das Thema Skills als ein der absolut wichtigen Bestandteile in einer Talent-Management-Strategie und wir werden dieses Konzept weiter und weiter in unserer Lösung ausrollen. Jetzt ist genug der Theorie, jetzt gehen wir mal wirklich in die Praxis und schauen uns an, was bedeutet das denn systemseitig. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist der Data Playground. Das ist nicht die fertige Lösung, das ist nicht das, was Sie kaufen können, sondern das ist einfach ein Software-Tool, was mir hilft, Ihnen zu zeigen, wie dieser Skills-Graph funktioniert. Und da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Ich könnte jetzt mir die Skills-Liste anschauen oder die Hierarchie oder wir können das mal simulieren für einen Jobtitel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal eingebe HR Business Partner.
Man kann unsere Lösung nur auf Basis von diesem Job erkennen, welche Skills sind relevant. Und Sie müssen sehen, unsere Lösung hat jetzt gerade nur drei Wörter: HR, Business und Partner. Normalerweise hätten wir ein Profil des Mitarbeiters. Wir hätten eine Jobhistorie, in denen der Mitarbeiter in der Vergangenheit gearbeitet hat. Wir hätten vielleicht die Bildungshistorie, an welchen Universitäten ich war. Und all diese Informationen helfen unserem System, ein klares Bild zu erschaffen. Sie sehen, auf Basis dieses Jobtitels wird erkannt: HR Management, Personal Management, Employee Engagement, Succession Planning, Human Resources, Compensation and Benefits. Und diese kleine Zahl, die Sie hier sehen, die gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Skill in dieser Funktion relevant ist. Je höher, desto wahrscheinlicher. Und das Schöne ist, das funktioniert nicht nur für eine Branche, für einen Bereich, für einen bestimmten Job, sondern das funktioniert auch zum Beispiel für einen Sales Director. Oder Sie sehen Sales Management, Marketing, New Business Development, Account Management oder für ganz technische Produkte, technische Berufe, zum Beispiel für Cornerstone sehr interessant, AWS Engineers, also Leute, die sich mit Amazon Web Service auskennen. Und hier sehen Sie dann die einzelnen Skills. Ich kann auf jeden Skill draufklicken, bekomme dann eine Beschreibung. Was ist das für ein Skill? In welchen Sprachen ist der verfügbar? Und welche Synonyme gibt es? Es wird mir auch angezeigt, wie wahrscheinlich ist es, wenn jemand DevOps als Skill hat, dass ich noch weitere Skills habe. Da kann ich dann auch wieder draufklicken und bekomme weitere Informationen zu diesem Skill. Das ist ein Anwendungsfall, wie das Ganze funktioniert auf Basis des Jobtitels. Sie sehen, wir haben da noch ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Erkennung auf Basis von freiem Text, Erkennung auf Basis eines Profils, auf Basis von einer Stellenbeschreibung. Wir sind aber auch in der Lage, bei einem E-Learning oder bei einem Training auf Basis von der Beschreibung des Trainings zu erkennen, welche Skills werden in dem Training weiterentwickelt. Und so können wir halt später das Matching machen. Wir können aber auch am Ende einen sogenannten Skills Graph ziehen. Das können wir entweder für ein Unternehmen machen oder wir können das für eine ganze Industrie machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal die Automotive-Industrie auswähle, dann können wir uns mal anschauen, welche Skills sind denn eigentlich in dieser Industrie relevant. Und Sie sehen jetzt, das, was wir hier machen, ist künstliche Intelligenz. Das ist was, was ich manuell nicht schaffen kann. Das ist einfach zu umfassend. Das sind zu viele Daten, die hier verarbeitet werden. Und dementsprechend ermöglicht uns das einfach im Talent-Management-Bereich, einen Zugang zu ganz neuen Daten zu bekommen. Jetzt scrollen wir hier mal so ein bisschen rein und Sie erkennen schon die verschiedenen Skills-Cluster. Die einzelnen Skills-Cluster sind einzelne Abteilungen, die in dieser Branche relevant sind. Wenn ich hier in die Mitte scrolle, dann haben wir hier diese klassischen Headquarter-Funktion, Management, Microsoft Excel, Microsoft Word, Customer Service. Wenn wir mal ein Stück hochgehen, dann sehen wir hier zum Beispiel für die Automotive-Industrie Automotive, Six Sigma, Manufacturing. Gehen wir ein Stück weiter nach links, dann haben wir hier Supply Chain Management, Freight, Export. Und Sie sehen, je größer diese Bubble ist, desto häufiger wurde dieser Skill in der Branche erkannt. Also desto mehr Mitarbeiter, die sich in dieser Branche befinden, haben diesen Skill gehabt. Und so kann ich auch als Unternehmen auswerten, welche Skills habe ich aktuell in den einzelnen Bereichen meines Unternehmens und kann daraus zum Beispiel auch ableiten, welche Skills benötige ich in der Zukunft und könnte daraus dann meine Trainingsstrategie ausarbeiten und sagen, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir in einem bestimmten Bereich, Automotive zum Beispiel, sicherlich das Thema Elektromobilität wichtig. Wir müssen uns weiterbilden in Sachen Batterien, Batteriezusammensetzung, Chemie. Und so kann ich dann meine Bildungsstrategie daraus ableiten. Das wäre so ein Anwendungsfall, wie das Ganze ausschaut. Wie gesagt, das war nur ein Teil, der mir hilft, das Ganze zu visualisieren. Jetzt gehen wir mal konkret in unsere Lösung. Das ist jetzt die Cornerstone-Lösung, wie sie Stand jetzt aussieht. Das ist ein Mitarbeiterprofil. Ich bin angemeldet als Michael Kruse und Sie sehen, ich habe hier bestimmte Informationen über mich. Ich kann einen Text über mich schreiben, ich habe Fertigkeiten hier drin, ich habe ein Karriereprofil und in diesem Karriereprofil kann ich verschiedene Daten hinterlegen. Das sind jetzt Daten, die in Cornerstone gepflegt werden können, die können aber auch von einem führenden System kommen. Also die könnten von SAP, von Oracle, von Workday, woher auch immer kommen. Wir werden dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, diese Daten auch zu importieren, zum Beispiel von LinkedIn oder einen Lebenslauf hochzuladen, der dann automatisch geparst wird. Hier habe ich dann meine Bildungshistorie, meine Stärken, meine bisherigen Positionen
Und auf Basis von all diesen Informationen, die ich hier im System habe, kann unser System automatisch Skills erkennen. Das habe ich für den Mitarbeiter schon mal vorbereitet. Der Mitarbeiter hat schon Skills ausgewählt, die er entwickeln möchte. Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Der Mitarbeiter will auch selber in der Lage sein zu sagen, was interessiert mich denn? In welchen Bereichen möchte ich mich weiterentwickeln? Was finde ich denn eigentlich spannend? Und hier sehe ich meine Fertigkeiten. Die Fertigkeiten habe ich angegeben, dass ich diese habe. Damit kenne ich mich aus. Auf Basis dieser Fertigkeiten können wir weitere Fertigkeiten vorschlagen, die für mich relevant sein könnten. Jetzt könnte ich hier hingehen und könnte die auch wieder verifizieren und könnte sagen, okay, ich habe diesen Skill und könnte ihn dann bewerten lassen. Und das ist halt der nächste Schritt. Im nächsten Schritt geht es halt darum, wirklich einen erkannten Skill zu verifizieren. Hat der Mitarbeiter diesen Skill wirklich? Und so kann ich mich bewerten lassen. Zum Beispiel von meinem Manager. Ich kann mich selber bewerten. Ich kann andere fragen, mich zu bewerten. Und da wollen wir halt nicht aufhören an der Stelle, sondern wir werden jetzt im nächsten Schritt dann auch direkt Schulungen anzeigen, die dem Mitarbeiter helfen, genau diesen Skill weiter auszubauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir uns entsprechend weiterentwickeln möchten und wo wir einen ganz klaren Use Case in Sachen AI sehen. Wenn wir das Ganze einen Schritt weitergehen, dann denken wir, dass der HR-Bereich sich einfach gerade stark verändert. Vor allem auch durch Corona wollen einfach die Unternehmen, dass die Kommunikation zwischen dem Mitarbeiter und dem Manager kontinuierlicher wird, dass sie häufiger stattfindet. Dass es nicht nur das Mitarbeitergespräch irgendwie einmal am Ende des Jahres gibt, sondern dass im Idealfall alle paar Wochen gesprochen wird oder jede Woche. So kann ich mit meiner Führungskraft einen Check-in planen. Und in diesem Check-in können wir verschiedene Fragen stellen. Also wir können zum Beispiel den Mitarbeiter fragen, woran arbeitest du gerade? Wie gut kommst du voran? Gibt es irgendwas, was dich behindert in deinem Arbeiten? Und so kann der Manager halt hier eingreifen und kann sagen, okay, gut, vielleicht muss ich, der Mitarbeiter hat IT-Probleme, das müssen wir klären. Wir müssen sicherstellen, dass der Computer vernünftig funktioniert. Das Ganze sollte auch im Zusammenhang mit den Zielen gesehen werden. Also der Manager sollte zu jedem Zeitpunkt einen Überblick bekommen, an welchen Zielen arbeitet der Mitarbeiter und ist er da gut auf Kurs oder müssen wir da nochmal was verändern? Es sollte aber auch in Verbindung mit dem Lernen gesehen werden. Merke ich, der Mitarbeiter hat irgendwo noch Schwachstellen und ich möchte ihm helfen, indem ich ihm beispielsweise Trainings zuweise, um in dem Bereich besser zu werden. Wir können Folgeaktivitäten definieren oder eben, wir können wieder auf das Thema Skills zurückkommen. Welche Skills sind für den Mitarbeiter relevant? Welche Skills sollte der Mitarbeiter weiter ausprägen? Und so können auch auf Basis von solchen Gesprächen automatisch Skills erkannt werden und auf Basis der Skills Handlungen vorgeschlagen werden, beispielsweise ein Training zuweisen. Zu guter Letzt, und wir kommen langsam ans Ende der Präsentation, möchten wir noch einen kleinen Ausblick geben, wo wir hingehen. Der Ausblick ist ganz klar, dass wir Karrierepfade entwickeln wollen. Diese Karrierepfade werden auch auf Basis von künstlicher Intelligenz erstellt. Wir schauen uns an, auf welchen Positionen oder auf welcher Position arbeitet der Mitarbeiter und in welche Position haben sich Mitarbeiter, die auf der Position waren, schon entwickelt. Dementsprechend können wir automatisch Karrierepfade vorschlagen und der Mitarbeiter kann sagen, okay, ja, ich möchte als nächstes Senior Solution Consultant werden. Dann sieht er sein Matching und bekommt automatisch Skills und Skills vorgeschlagen, die er weiterentwickeln sollte und Trainings vorgeschlagen, die ihm helfen, genau diese Skills weiterzuentwickeln. Ich kriege auch angezeigt, welche Kollegen sind bereits in dieser Rolle und kann mich mit denen verbinden und kann mal sprechen, hör mal, wie ist der Job denn eigentlich? Ist das was für mich? Und in diese Richtung geht es einfach. Und das waren jetzt 15, 20 Minuten, wo Sie mal gesehen haben, was die Lösung so kann und in welche Richtung das geht. Wir wollen Ihnen quasi so ein bisschen Appetit machen und nochmal ganz klar sagen, dass wir absolut der Meinung sind, dass AI oder künstliche Intelligenz ein wahnsinnig spannendes Thema für jede HR-Abteilung sein sollte. Und ja, in diesem Sinne würde ich die letzten 2 Minuten gerne dafür nutzen, dass wir noch ein paar Fragen stellen. Gerne, gerne, gerne. Aber erstmal großartig. Ja, vielen Dank. Also die Lösung schaut ja wirklich ja, super aus. Ne? Also wie man so schön sagt, für den Kunden gemacht. Klasse. Vielen Dank erstmal auch für Hannes jetzt kurze Einführung in das Thema und dann direkt hier die Praxislösung. So mögen wir das. Ja. Nutzt ihr das denn auch selbst bei Cornerstone? Der Schuster hatte bekanntermaßen die schlechtesten Schuhe. Ja, das ist eine großartige Frage, ganz genau. Ja, natürlich. Also wir nutzen unser System in der
in der gesamten Breite natürlich selber. Als Führungskräfte sind wir da natürlich auch dran, machen diese Check-ins regelmäßig mit unseren Mitarbeitern, leiten daraus entsprechend Trainings ab, aber auch das ganze Thema KI nutzen wir. Also wir pflegen unsere Profile und bekommen dann automatisch vorgeschlagen, was für uns relevant sein könnte. Und es ist wahnsinnig spannend zu sehen, wie treffend das Ganze ist. Das kann ich in der persönlichen Nutzung nur bestätigen. Das ist echt cool. Ja, mal noch konkreter, Hannes, wo nutzt du das so in deinem Daily Business, um es mal hier auch so aus Mitarbeiter-Sicht, ihr seid ja beides, ihr seid der Anbieter, aber ihr nutzt das ja auch selbst. Wo siehst du für dich selbst persönlich den großen Nutzen? Also ich sehe den ganz großen Nutzen wirklich in der persönlichen Weiterbildung. Und es ist ja heute so, nichts ist beständiger als die Unbeständigkeit. Und was Thorsten eben so schön gezeigt hat mit diesen unterschiedlichen Skills. Also ich muss zu mir sagen, ich bin auch wirklich früher faul gewesen. Bitte, Hannes, erzähl uns doch mal, welche Fertigkeiten du hast. Habe ich 3 Sachen eingetragen, das war's. Weil ich mich einfach nicht damit beschäftigen wollte. Jetzt habe ich dann, als wir das Thema bei uns intern eingeführt haben, vor einem Dreivierteljahr, habe ich diese Vorschlagsliste bekommen. Welche Skills hast du denn? Oder welche Skills könntest du denn haben? Ja, das habe ich darauf gemacht. Relativ einfach geklickt, welche Skills für mich relevant sind und welche Skills ich habe. Und jetzt diese personalisierten Trainingsvorschläge basierend auf den Fertigkeiten, Skills, die ich entwickeln möchte, zu bekommen, das ist für mich wirklich etwas, was ganz, ganz entscheidend war. Also Punkt 1, zu sagen, welche Fertigkeiten habe ich und das dem Unternehmen mitzuteilen. Und Punkt 2, für mich dann auch die relevanten personalisierten Trainingsvorschläge zu bekommen. Schritt 3 wäre sicherlich irgendwann zu sagen, welche Karrierepfade gibt es. Aber da muss ich sagen, bin ich in meiner Rolle ganz zufrieden. Das interessiert mich persönlich noch nicht so. Wenn ich vielleicht noch einen Satz hinzufügen kann, das ist zwar unsere Perspektive und ganz spannend, aber was ich interessant finde, ist das Feedback, was wir von den Unternehmen bekommen. Und da ist es halt einfach so, dass viele Unternehmen überhaupt gar nicht wissen, welche Skills gibt es überhaupt im Unternehmen. Und dass das halt erstmal der erste Schritt ist, überhaupt mal festzustellen, welche Fertigkeiten haben wir bei uns im Unternehmen und wo wollen wir vielleicht investieren, wo wollen wir weitergehen. Also das ist so das durchgängige Feedback, was wir eigentlich fast in jedem Meeting bekommen. Ja, also ich habe mir jetzt mal das Skill notiert, warte, ich muss mal aufschreiben, von Hannes, faul. Das ist doch das Typische, was man über Sales Manager denkt, sie sitzen nur im Flugbad und warten drauf, dass sie auch Ja, wenn das doch so schön wäre, ne? Nein, das bist du sicherlich nicht. Aber tatsächlich, wir werden da gleich noch in der Podiumsdiskussion vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen. Die künstliche Intelligenz-Sau wird ja schon seit Jahren durchs Dorf getrieben. Na, jetzt, was würdet ihr denn jetzt den anwesenden Kollegen empfehlen? Wo sollte man dann starten, damit die Sau auch wirklich mal losläuft und auch irgendwie hoffentlich ins Ziel kommt? Also ich kann dazu nur sagen, ganz viele Unternehmen reden einfach drüber, aber machen nichts. Und ich glaube, man muss einfach mal anfangen mit dem Thema, man muss offen sein und man muss dem Ganzen eine Chance geben. Und ich glaube und bin absolut überzeugt davon, wenn die Mitarbeiter sehen, wie einfach das ist und wie schnell mir Trainings vorgeschlagen werden, die wirklich relevant für mich und meinen Job sind, dann erkenne ich den Mehrwert. Und man muss halt relativ schnell in diese Phase kommen, wo der Mitarbeiter den Mehrwert sieht, weil nur dann wird er es nutzen. Und ich glaube, dass wir genau mit diesem Thema einen sehr einfachen und schnellen Weg haben, diesen Mehrwert zu zeigen, wo wir vielleicht ganz andere Themen im HR-Bereich hatten, wo das nicht so einfach war. Deswegen glaube ich, dass das jetzt mal konkret dieses Jahr, nächstes Jahr ganz, ganz spannend wird. Ich würde die Frage gerne noch von der Unternehmensseite so ein bisschen mehr beantworten, weil viele müssen ihren Mindset einfach ändern, aus meiner Sicht. Viele HRler denken noch sehr, sehr klassisch in ihren klassischen Kompetenzen und ihren klassischen Top-Down-Strukturen. Und für viele ist es schon eine mega tolle Entwicklung, wenn sie sagen, wir stellen den Mitarbeiter etwas mehr in den Vordergrund. Und der Mindset muss sich insofern ändern, dass ich sage, ich kann nicht mehr alles kontrollieren als HRler. Und es sind einfach so viele Abhängigkeiten untereinander und ich muss einfach das Vertrauen fassen, dass mir bestimmte Lösungen zusätzlich zu dem, was ich schon immer gemacht habe, noch einen Mehrwert bringen, um sich wirklich auf diese Themen auch einzulassen. Das ist doch eine super Steilfolge gleich für unsere Podiumsdiskussion,
damit die Sau wirklich mal ankommt. Aber das dürfte jetzt auch eine gute Steilvorlage sein für die beiden Kollegen, die jetzt reinkommen, Eckart und Philipp von StudiTemps, also von der Universität Maastricht. Bleibt ihr noch kurz drin, Hannes? Und genau, also bleibt mal ganz kurz hier in der Session drin und wir machen mal eine kleine Überleitung zum Thema Recruiting. Denn man braucht jetzt mal Mitarbeiter, bevor man die ausbildet im Bereich Talentmanagement und anderen Themen im Bereich E-Learning. Und das dafür sorgen die Kollegen StudiTemps. Insofern kommt doch mal direkt rein mit der Kamera, wenn ihr wollt. Ja, Thorsten, du hattest ja auch schon gerade einen super Input gebracht. Thema Recruiting, ihr selbst recruitet ja nicht, ne? Also für euer, also Cornerstone hat jetzt keine, ich sag mal, direkte Lösung, um Studenten an Bord zu holen, oder? Ja, doch, also wir haben schon auch eine Recruiting-Lösung. Okay. Und ja, da ist das Thema natürlich auch super spannend, weil wir natürlich zum einen auswerten können auf Basis der Stellenausschreibung, welche Skills könnten für diese Stelle spannend sein. Und dann, wenn Bewerbungen reinkommen, können wir natürlich auch die Bewerbung auswerten und auf Basis der Informationen, die der Bewerber angibt, schauen, welche Skills hat denn der Mitarbeiter und das miteinander verknüpfen. Also das ist was, in die Richtung denken wir schon. Da ist die Lösung noch nicht umgesetzt, aber wir sind dabei. Das wird ein Anwendungsfall sein, den wir in Zukunft weiterentwickeln. Ja, da müsst ihr euch unbedingt mit den Kollegen von StudiTemps austauschen. Vielleicht müsst ihr das gar nicht mehr machen, weil die haben schon eine fix und fertige, sehr erfolgreiche Lösung. Also, aber das könnt ihr mal im Nachgang vielleicht klären. Insofern, Hannes, Thorsten, wir sehen uns gleich wieder in der Pool-Diskussion. Vielen Dank. Schön, dass ihr uns schon mal hier einen Input gegeben habt. Und dann leite ich gleich mal weiter zum Eckart und zum Philipp. Herzlich willkommen. Grüßt euch. Hallo. Hallo. In die Runde. Okay, schön, dass wir da sein dürfen heute. Wir sind sehr gespannt auf den Austausch. Ja, danke, danke. Genau, ja, wir sind einfach mal so ein bisschen hier, also ich zumindest gepflegt in der, wie sagt man, in der Business-Dudes-Kultur. Insofern, wenn es euch nichts ausmacht, duze ich euch und erkenne gerne mich sowieso und auch den Rest der Mannschaft, die jetzt dabei sind. Rund 70 Teilnehmer sind hier mit dabei. Wir haben jetzt über den Tag 160 Anmeldungen gehabt zum Thema künstliche Intelligenz, haben schon ein paar Themen, ich weiß nicht, wie lange ihr schon mit dabei seid, durchgespielt, aber das Thema Recruiting ist so bei 40% jetzt bei den Unternehmen vom Interesse her angekommen. Jetzt habt ihr die Chance, von 40% auf 100% zu machen. Denn ganz ehrlich, gerade im Bereich Recruiting ist doch künstliche Intelligenz geradezu prädestiniert, da einzusteigen. Aber weswegen und warum, das will ich gar nicht vorwegnehmen, denn ich kenne ja die Agenda schon sehr gut, die Teilnehmer vielleicht noch nicht, wie das Recruiting in Zukunft besser wird. Insofern, eure Bühne. Eckart, du bist der CEO von StudiTemps und hast einen Kollegen mitgebracht von der Universität Maastricht, den Dr. Philipp Segers. Mögt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen und auch in der Konstellation? Das wäre ganz großartig und damit gehört die Bühne euch. Vielen Dank für die Vorlage, machen wir gerne. Danke. Wir machen das gegenseitig, oder? Ja. Ich hoffe, man kann die Folien sehen. Ich spreche heute mit Eckart Köhn. Eckart ist CEO von StudiTemps. StudiTemps ist ein großer Personaldienstleister, eine digitale Plattform, bei der Jobs und aktuell noch oft Studierende, aber bald auch ganz, ganz viele andere Personen zueinander finden können. Und wir sprechen heute über KI und Diskriminierung, weil es da sehr, sehr viele interessante Aspekte gibt, die man betrachten sollte. Und ja, bevor ich jetzt viel berechne. Genau. Wir beschäftigen jetzt gerade, wir sprechen 10.000 Studierende innerhalb von Deutschland, direkt bei StudiTemps. Also haben wir Zahlen und Daten, aber was fängt man damit an, wenn man die Zahlen nicht versteht? Also braucht man Wissenschaftler und Forscher an der Seite. Oder? Und deshalb ist Philipp direkt an meiner Seite. Er forscht an der Uni Maastricht zusammen mit der Uni Köln. Und man kann es unten rechts auf der Folie sehen, es geht uns dabei darum, eine mehreren Rekrutierungsprozess zu realisieren. Wir zeigen, was an Daten in der Forschung dahinter steckt, wie wir sie angewandt haben und welche ersten Schritte wir gemacht haben. Was verbindet uns? Tjalf, hast du eben gefragt. Eine ziemlich lange Zeit schon. Wir nähern uns bald der Dekade. 2011 haben Philipp und meine Person zueinander gefunden und wir betreiben zusammen die wissenschaftliche Erhebung Fachkraft 2030 und sind jetzt schon in der 18. Runde. Da zeigen wir mal ein bisschen gleich was dazu. Steigen wir ein. Sehr gerne. Das war eigentlich auch schon die perfekte Überleitung. Wir wollen heute einsteigen mit einer Beschreibung des Status quo, das heißt einmal den Blick auf Diskriminierung am Arbeitsmarkt lenken,
uns dann angucken, wie man diese Diskriminierung vielleicht lösen kann, schauen, ob KI hier eine Lösung sein kann, ob das akzeptiert ist. Und dann den Ausblick wagen in zwei ganz konkrete KI-Projekte, die auch schon ein bisschen laufen, wo wir auch aus der Praxis erzählen können. Das eine ist das Projekt FAIR, das ist ein Forschungsprojekt, das wir aktuell durchführen. Und das andere ist ein Projekt, was bei StudiTemps läuft, StudiTemps Matching, wo es eben darum geht, Jobs und Personen möglichst gut zusammenzuführen. Steigen wir ein. Ja, und... Passt, alles gut. Okay. Also, wir haben versprochen einzusteigen mit einem Einblick in den Arbeitsmarkt und einem Status quo zur Diskriminierung und wollen das auch sehr gerne tun. Haben dazu ein paar Studien mitgebracht. Das ist eine Studie, die wie die meisten Studien in dem Bereich, die sehr gut gemacht sind, eine Vignettenstudie ist. Eine Vignettenstudie bedeutet, man arbeitet mit fiktiven Bewerbungen. Also dadurch kann man sicherstellen, dass die Bewerbungen komplett identisch sind. Man tauscht dann nur den Namen aus und durch den Namen eben das Geschlecht der Bewerbenden. Und kann sich dann angucken, wie diese Lebensläufe bewertet und wahrgenommen werden von einer HR-Abteilung. Und da es keinen Unterschied zwischen diesen Lebensläufen gibt, außer den Namen, das ist eben das, was das Studiendesign ermöglicht, sieht man, dass hier eindeutig Diskriminierung vorliegt. Wir sehen hier einmal in der Studie, dass Männer deutlich besser bewertet wurden, das ist das, was wir von 1 bis 10 sehen, von 1 eher schlecht bis 10 als weibliche Bewerbende. Das heißt, wir haben hier eine ganz, ganz klare Diskriminierung finden können in dieser Studie. Quelle steht am Band. Eine andere Studie kommt zu ähnlichen Ergebnissen, allerdings, wenn man den Blick auf den ethischen Hintergrund wirft. Hier ist die exakte Person dreimal fotografiert worden, nur der Name wurde ausgetauscht und im letzten Bild wurde ein Kopftuch hinzugefügt. Und wir sehen in der Grafik die Callback-Rate, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückgerufen werde, eingeladen werde zu einem Gespräch. Liegt bei Sandra Bauer noch bei knapp 19%. Wenn wir den Namen ändern, dann sind wir bei 13,5% und dem Moment, wo wir das Kopftuch hinzuziehen, identischer Lebenslauf, identische Bewerbungsunterlagen, alles gleich, sind wir noch bei 4%. Und das sind tatsächliche Probleme, wie wir sie am Arbeitsmarkt sehen, und das ist ineffizient, weil es keinen Grund dafür gibt. Es gibt keinen systematischen Unterschied in der Eignung von Männern und Frauen, von Inländern und Ausländern, die es rechtfertigen würden, sich so zu verhalten. Also auch eine, nicht nur moralisch falsch, sondern auch wirtschaftlich gesehen ineffizient, und deswegen müssen wir dieses Problem angehen. Und hier ist noch eine lange Liste für die Personen, die vielleicht noch ein bisschen Zeit haben in der Woche und dann nochmal tiefer rein wollen. Es gibt bestimmt auch noch 16 weitere Quellen. Die Literatur ist da sehr, sehr eindeutig. Es gibt Diskriminierung und Recruiting-Prozessen, und da müssen wir ganz, ganz dringend dran. Eckert, habt ihr Daten zu Studierenden? Ja, gehen wir mal rein. Schauen uns das an. Es findet leider auch schon bei Studierenden statt, dass es zu einer Diskriminierung kommt. Gucken wir kurz in diese einfache Grafik. Auf der linken Seite der erste Balken nur unterteilt zwischen deutscher Pass oder kein deutscher Pass und der Anteil an Nebenjobs direkt daneben aufgelistet. So kann man sehen, dass in dem Augenblick, wenn ich keinen deutschen Pass habe, mein Bedürfnis, mich zu finanzieren, zwar nicht sinkt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Nebenjob habe, geringer ist. Also offensichtlich habe ich dort einen Nachteil. Wir kommen ja gleich dazu, wie wir den Ansatz gewählt haben. Kann man rechts daneben sehen, dass wir bei StudiTemps offensichtlich Fortschritte gemacht haben, denn wir haben einen wesentlich größeren Anteil an Personen, die keinen deutschen Pass haben, die einen Nebenjob über uns erhalten. Und deshalb ist das ein schönes Signal und ein Nachweis dafür, es geht, wenn man diesen Weg beschreitet. Woher kommen die Daten? Die Daten gerade in der Grafik oder die Daten zwischen uns beiden? Alle unsere Daten. Sowohl als auch ein Teil davon. Fundament. Ein Teil davon, nämlich der Balken in der Mitte, kommt aus der Fachkraftstudienreihe, die wir zusammen machen. Das tun wir seit 2012. Haben 18 Wellen bisher erhoben, 350.000 Studierende befragt. Das ist ein Kooperationsprojekt unter der Schirmherrschaft der Universität Maastricht. Wir tun das seit Anfang an mit StudiTemps zusammen, und die Stichprobe ist repräsentativ. Und diese Stichprobe können wir jetzt auch nutzen und gucken, inwieweit KI, zumindest in der Wahrnehmung der jungen Leute, der Studierenden, eine Lösung ist für das Diskriminierungsproblem. Wir können nämlich gucken, inwieweit das akzeptiert wird und wie da die Datenlage ist. Und genau das haben wir in der Fachkraft. Wir haben einfach die Frage gefragt an sehr, sehr viele Studierende, über 15.000 waren das in der Runde,
halten Sie Algorithmen im Einsatzprozess generell für sinnvoll? Und wir sehen, dass das eher nicht der Fall ist. Also eine Mehrheit, 45,1 eher nein, aber wenn ich dann die Nein-Stimmen dazu wähle, eine Mehrheit der Studierenden, 60% ungefähr, sagen, genereller Einsatz von KI in Auswahlprozessen finde ich nicht sinnvoll. Es ist allerdings so, dass dieser Ja-Eher-Ja-Bereich zum Beispiel bei der Gruppe ausländischer Studierender über 50% liegt. Also hier sind es knapp über 40, aber wenn ich nur die Studierenden ohne deutschen Pass nehme, dann ist es mehr als 50%. Das könnte darauf hindeuten, dass hier schon gewisse Diskriminierungen antizipiert werden. Gucken wir uns das jetzt an. Also Hoffnung auf der KI und gleichzeitig ein bisschen von Misstrauen. In dem Augenblick, hier auf der linken Seite aufgelistet, wenn es einem zu einem Nutzenversprechen kommt, also Diskriminierung wird gesenkt, es wird eine bessere Auswahl getroffen und, was bei weitestem überwiegt, ganz unten, wenn ich schnell eine Rückmeldung bekomme, also ich konkurriere mit vielen anderen, ich möchte gerne Gewissheit haben darüber, habe ich jetzt den Job oder habe ich den Job nicht? In dem Augenblick, wenn ich ein Nutzerversprechen habe, und offensichtlich, wenn es um eine schnelle Rückmeldung geht, vielleicht also damit auch eine Transparenz einhergehend, dann wird KI schon mit über 40% begrüßt. Und wenn ich das kombiniere dann noch mit einer mit einem menschlichen Faktor, komme ich sogar oberhalb von 80%. Also es deutet darauf hin, in einer bisschen umgangssprachlich, der Mensch ist offensichtlich langsam oder die Rekrutierungsabteilung, wir können sie durch KI wesentlich schneller machen. Und wenn wir sie dann mit einem Menschen kombinieren, sodass offensichtlich ein Vertrauen noch zusätzlich aufgebaut wird, in dem Augenblick wird KI begrüßt und damit ist das offensichtlich dann der Königsweg, den man gehen sollte. Gucken wir uns das nochmal in der Tortengrafik an. Das heißt, wenn man KI als Einsatz begründet, schwanken von oben die 58%, die Nein sagen. Wenn ich Ihnen ein Nutzerversprechen anbiete und sage, was erhältst du davon, wenn ich das anbiete, und kombiniere, bin ich über alle Kriterien dann gewichtet schon nahe bei den 70%. Also, das ist der Weg. KI einsetzen, ja, Nutzenversprechen und dann den Menschen auf keinen Fall ganz aus dem Prozess herauslassen, dann funktioniert es, das ist der Weg. Den gehen wir. Genau, diesen Weg gehen wir in zwei Projekten ganz konkret, die wir mitgebracht haben. Das eine Projekt ist das Projekt FAIR. FAIR ist kurz für Fair Artificial Intelligence Recruiting. Das ist ein Förderprojekt, gefördert vom Land NRW und der EU, was wir auf 2 Jahre befristet, 2020, 2021 aktuell durchführen, sehr großzügig gefördert. Wenn ich sage wir, dann meine ich CASE als Konsortialführer zusammen mit der Universität zu Köln, aber auch StudiTEMS und unsere anderen Praxispartner, die Algorithmen, die wir in diesem Projekt entwickeln, darum geht es. Es geht darum, diskriminierungsfreie KI-Algorithmen für die Personalauswahl zu entwickeln. Und diese Algorithmen werden nicht nur theoretisch entwickelt und konzipiert, sondern auch direkt in den Einsatz gebracht und getestet, natürlich in einem sicheren Rahmen. Und da haben wir StudiTEMS, FIGA, die Deutsche Telekom und Simon Kucher als Anwendung für Praxispartner in dem Projekt. Und darüber würden wir jetzt gerne ein bisschen sprechen. Die große Frage ist natürlich erstmal, diskriminieren Algorithmen nicht auch? Und genau das muss man bejahen. Es ist tatsächlich so, dass wir einen Status quo am Arbeitsmarkt haben, der sehr viel Diskriminierung beinhaltet. Diese Diskriminierung ist größtenteils menschlich ausgelöst, aber auch Algorithmen können diskriminieren. Und weil da viel Falschinformationen sind, einmal kurz die Theorie dazu. Es müssen 2 Bedingungen erfüllt sein, damit ein Algorithmus diskriminiert. Erstens muss die Identifikation von Gruppen, von sensiblen Merkmalen muss möglich sein, zum Beispiel Geschlecht oder ethischer Hintergrund. Am einfachsten ist das, wenn es eine direkte Identifikation gibt, also ich teile dem Modell direkt mit, es handelt sich hier um einen Mann oder um eine Frau. Allerdings ist es nicht notwendig, dass ich das direkt mitteile, weil KI-Algorithmen sehr, sehr gut sind, diese Informationen abzuleiten. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, da ist jemand, der hat an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert, dann wissen Sie zwar nicht das Geschlecht, aber Sie sind sich zumindest zu 80-85% vielleicht sicher, dass es sich dabei um einen Mann handelt. Und das ist die indirekte Identifikation und die findet immer statt. Das heißt, dem Modell nicht zu sagen, was für Personen das eigentlich sind, ist keine Lösung. Ich kann trotzdem Diskriminierung in KI-Algorithmen finden. Was muss ich dann machen? Was ist die zweite Bedingung? Die zweite Bedingung ist, wenn die Personen direkt oder indirekt identifiziert werden können, dann fängt das Modell an zu diskriminieren, wenn es diese Diskriminierung in den Trainingsdaten findet. Also wenn ich zum Beispiel mit Gehaltsdaten trainiere, wo ich weiß, dass da ein
Gender Pay Gap drin ist oder wenn ich mit Beförderung trainiere und weiß, dass Männer häufiger befördert werden als Frauen oder schneller, dann wird das Modell das einfach fortschreiben. Und da habe ich ein Problem. Das heißt, wenn ich solche Algorithmen trainieren möchte, muss ich saubere Trainingsdaten nehmen. Hier eignet sich zum Beispiel die psychometrische Diagnostik, die Eignungsdiagnostik, die Intelligenztests. Das sind Dinge, wo es keine systematisch großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Oder ich muss meine Datensätze bereinigen. Das ist aber gar nicht so einfach. Da kann ich dann zum Beispiel versuchen, den Gender Pay Gap rauszurechnen und mit den korrigierten Daten trainieren. Also es ist durchaus möglich, vom Design her schon viele Fehler zu machen, die dann dazu führen, dass auch Algorithmen Diskriminierung manifestieren. Damit man das nicht nur theoretisch ausschließen kann, sondern auch praktisch, haben wir uns in dem Projekt einen Index erdacht, eine Art KPI für Fairness im Recruiting. Das ist unser Fair Index. Der funktioniert so, das ist einmal hier aufgezeichnet, ich habe Personen, die stelle ich ein oder die stelle ich nicht ein. Und ich habe ein neutrales Kriterium aus der Eignungsdiagnostik, zum Beispiel einen IQ-Test. Und damit kann ich Eignung bestimmen. Und manche Personen, die ich einstelle, sind vielleicht nicht geeignet. Und andere Personen, die ich nicht einstelle, wären vielleicht geeignet gewesen. Und das ist auch an sich noch gar kein Problem. Es gibt viele Gründe, nicht immer die Person mit dem besten IQ-Test einzustellen. Aber dieser Index schlägt aus, wenn es hier systematische Unterschiede zum Beispiel nach Geschlecht oder ethischem Hintergrund gibt. Das heißt, wenn ich immer nach IQ-Test einstelle, nur dann, wenn ich Männer einstelle anstatt Frauen, weiche ich von dem IQ-Test ab. Dann würde der Index sagen, Moment, hier ist ein Problem. Also wenn die Abweichung von einem neutralen Kriterium zu Lasten einer bestimmten Gruppe gehen, dann muss ich eben aufpassen. Und das ist genau das, was dieser Index misst. Die Methodik ist online, das kann jeder für sich selber nutzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Fairness öfter quantifizieren würden und da ein Maß für finden würden im Recruiting. Wir helfen natürlich auch gerne, aber es ist auch alles online, kann man relativ leicht umsetzen, kriegt dann einen Wert zwischen minus 100 und 100 raus, kann das auf multiple sensible Merkmale anwenden und hat da eine gute KPI. Das ist die eine Hälfte von dem FAIR-Projekt. Wie kann man eigentlich gute Metriken finden für Diskriminierung? Die andere Hälfte ist, wir wollen tatsächlich Algorithmen entwickeln. Und was für Algorithmen wir entwickeln wollen, kann ich ganz gut anhand dieses Beispiels zeigen. Wir wollen Lebensläufe kontextualisieren und dadurch durch Algorithmen bewertbar und analysierbar machen. Wir haben, die Vorredner haben schon ein bisschen über Lebenslauf-Parsing gesprochen. Da geht es dann vor allem darum, die Informationen auf einem Lebenslauf in struktureller Form in eine Datenbank zu bekommen und auswertbar zu machen. Wir würden dann genau da ansetzen eigentlich und uns fragen, okay, wie kann ich diese Informationen interpretieren? Zum Beispiel Bildungsinformationen. Was sind relevante Kontextinformationen? Wenn ich weiß, jemand ist mit einer 2.0 fertig geworden im Studium, war das eigentlich gut oder war das nicht gut? Was war die Durchschnittsnote im Studienprogramm? Wie kompetitiv waren die anderen? Das sind Informationen, die man zuspielen kann. Genauso bei sozialen Aktivitäten. Lohnen die sich eigentlich? Ist jede soziale Aktivität gut? Wollen wir das nur oder geht damit ein klarer Produktivitätsgewinn ein? Also sind Mitarbeitende, die sich sozial engagieren, tatsächlich die besseren Mitarbeitenden? Das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen und die wir gerne algorithmisch lösen wollen. Ich möchte in das Thema Arbeitserfahrung einmal ein bisschen tiefer einsteigen. Immer wenn wir eine Position besetzen wollen, dann müssen wir gucken, was für eine Arbeitshistorie die Bewerbenden haben. Das heißt, ich muss einfach verstehen, was haben die eigentlich gemacht. Das erhalte ich im Jobtitel, also in der Jobdescription. Aber da steckt auch die Hierarchie mit drin. Auf welchem Level hat diese Person das betrieben? Ich kann mir ja angucken, wo sie das getan hat. Der gleiche Job bei unterschiedlichen Arbeitgebern wird sicherlich anders wahrgenommen, weil die Gesamtheit, das Umfeld natürlich unterschiedlich kompetitiv sein kann. Und ich muss mir angucken, wann und wie lange hat eine Person was getan. Was ist die optimale Job-Duration? Es ist sicherlich nicht optimal, wenn man nach 3 Monaten immer seinen Job wechselt. Wenn man 30 Jahre lang das Gleiche macht, ist die Lernkurve vielleicht auch nicht mehr ganz so steil. Das heißt, das sind alles Dinge, die wir uns angucken müssen und die wir in Relation zu der zu besetzten Position bewerten müssen. Und ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht, wo wir die Arbeitgeber bewerten. Das Projekt läuft noch, aber daran kann man ganz gut sehen, dass es uns gelingen kann, einen fairen Indikator für Job Experience, für Arbeitserfahrung zu finden, obwohl natürlich die Arbeitsmarktpartizipation von Männern und Frauen sehr unterschiedlich ist und auch die Selektion in verschiedene Professionen sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir sehen hier einmal die Verteilungskurve. Auf der X-Achse ist der Score, den wir der Arbeitserfahrung den Arbeitgebern hier zuteilen. Das basiert auf 45.000 Lebensläufen. Und dadurch, dass wir die männliche Kurve eigentlich gar nicht sehen können, dadurch, dass sie fast vollständig unter der weiblichen Kurve
verschwindet, sieht man, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind hier sehr, sehr klein. Statistisch gesprochen kleiner als 0,1 Standardabweichung. Das ist wirklich zu ignorieren. Es ist also durchaus möglich. Wir sind noch nicht am Ziel. Die Feldstudien auch mit Studiecamps laufen gerade, wo eben die Algorithmen dann getestet werden. Und in einem halben Jahr haben wir noch mehr Ergebnisse. Aber wir haben sehr, sehr gute erste Indikatoren, dass es funktionieren kann, hier eine faire Bewertung von Lebenslaufinformationen zu erreichen. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir das gemeinsam anwenden, sogar auf das StudiTemps-Geschäftsmodell, ein bisschen ein Hintergrund dazu, wer wir sind. Wir sind eine digitale Plattform für flexible Arbeit. Das heißt, wir richten uns an Studierende, davon gibt es 2,9 Millionen in unserem Land, und an die jungen Graduierten, das sind dann bei uns 10.000 Studenten, die wir zeitgleich beschäftigen. In der Historie sind es 100.000 Studenten, die wir bereits beschäftigt haben, in 900.000 Einsätzen. Also das ist die Tiefe unserer Daten. Und wir arbeiten jedes Jahr mit 3.500 Graduierten zusammen, die mit uns quasi den Sprung machen vom Studierenden in den ersten Vollzeitjob oder in ihr neues Kapitel. Und mit diesen Daten und mit dieser Erfahrung da drin haben wir genau das, was Philipp eben gezeigt hat, jetzt in die Anwendung gebracht. Und wenn man die Absolventenperspektive einnimmt, dann ist das sicherlich eingefärbt oder ich meine, ist bereit, den ganzen Tag und 5 Tage die Woche herzugeben, sich vielleicht anders einzukleiden, sich anders zu verhalten, umzuziehen etc. Das ist bei einem Studierenden noch nicht der Fall. Mama und Papa wünschen sich, und das ist in der Regel auch tatsächlich nachweisbar, dass das Studium klare Priorität Nummer 1 hat. Und wir stellen uns häufig vor, man würde gerne fachnah arbeiten. Stimmt vielleicht auch, aber es gibt Kriterien, die viel höher hängen. Und auch viel höher hängen als vielleicht zunächst mal, wie rechts auch aufgelistet, die Qualifikation, die aus dem Studium und der Erfahrung daraus erwächst. Nämlich all das, was wir auf der linken Seite sehen. Mein Studium steht an erster Stelle, das ist meine Priorität. Also brauche ich in meinem studentischen Kalender, exemplarisch in der Mitte dargestellt, Jobs, die dort hineinpassen, die nicht mit der Hausarbeit nächste Woche Mittwoch in Konflikt geraten. Also ich brauche eine Tätigkeit, die ich relativ schnell anlernen kann, Stichzeiten, die in meinen Kalender reinpassen. Ich muss zu Beginn meiner Schicht oder meines Einsatzes mit ÖPNV gut dahin und wieder zurückkommen. Und mir muss die Auftragsdauer gut passen, denn vielleicht habe ich nächste Woche Hausarbeit. Danach habe ich wieder 2 Wochen ziemlich viel Freilauf und kann mir das gut einteilen. Und aus diesen Präferenzen heraus setzt sich in der Regel mein Wunsch, meine kleine Wunschliste zusammen, nachdem ich gerne ein Matching mit meinem Job hätte. Und das haben wir dann wie folgt umgesetzt. Wir haben die Kombination aus Mensch und KI belassen, so wie vorhin eben als goldener Schlüssel bezeichnet und gezeigt. Auf der linken Seite der Student, klar, nicht mehr am Rechner, sondern nur noch auf dem Handy, kann alles in der App seine Präferenzen einstellen. Möglichst diskriminierungsfrei eben, sie Präferenzen darstellen, alle Angaben machen, die sie selber gerne machen wollen. Das System nimmt die auf und versucht daraus auch zu lernen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Contract Portal. Das heißt, wir bringen uns in diesem Prozess gar nicht mehr wertend ein, sondern das auswählende Unternehmen kann in dem Portal die Kriterien dann auflisten. Und beide finden, und dann haben wir das Kriterium, was wir vorne gezeigt haben, total schnell zusammen. Also was vorher zum Teil in großen Mengen mal 4,5 Tage gedauert hat, funktioniert jetzt über diesen Service, über dieses Matching in weniger als 28 Minuten in viel größerem Ausmaß. Und dadurch haben wir schnelle und transparente und eben noch nicht diskriminierungsfreie, aber deutlich leichtere, also diskriminierungsleichtere Besetzung solcher Positionen und damit ein Matching und damit aus unserer Sicht eine positive Erfahrung für Studierende über solche neuartigen Rekrutierungsprozesse. In dem Sinne sagen wir beide vielen Dank fürs Zuhören, folgen uns auf die Podiumsdiskussion und sind gespannt auf Fragen.
Genau, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ich hoffe, man konnte uns hören und ja, freuen uns auf euch. Dankeschön. Sudele, genau. Vielen Dank für den kurzweiligen Vortrag. Das ist erstmal eine super Initiative. Ja, offen gesagt, ich habe die noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, wie es den Teilnehmern geht. Insofern, wie kann man sich dann proaktiv engagieren und mit dabei sein? An wen wendet man sich und welche Voraussetzungen muss man mitbringen und wie gestaltet sich das Programm dann tatsächlich für mich als Unternehmen? Nochmal die Frage, welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Wie kann man mit der ankommen, wie kann man Case nutzen und wie kann man Studie dann nutzen? Wir können ja viele Sachen erzählen. Also, das sind natürlich die Algorithmen, die wir bei FAIR entwickeln, sind Algorithmen, die in einer frühen Selektionsphase Sinn machen. Es gibt Indikatoren, dass vor allem, wenn der Bewerbende noch sehr weit weg ist, wenn die Bewerbende sehr weit weg ist, dass da tatsächlich mehr diskriminiert wird und der Einsatz von Algorithmen als neutrales, als objektives Kriterium da auch den größten Mehrwert entfaltet. Ich habe da das größte Volumen, ich habe also auch den größten Benefit und gleichzeitig sieht man eben auch, dass die meisten Recruiterinnen und Recruiter gar nicht diskriminieren wollen, es aber dann doch tun, wenn der Bewerber zu weit weg ist, weil sie mit zu vielen Faustregeln arbeiten. Und da können wir eben helfen, da können wir helfen mit Case, da habe ich jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen heute, da helfen wir Bildung zu kontextualisieren, da können wir aber sicherlich ab nächsten Jahr, wenn wir mit dem FAIR-Projekt aus der vorwettbewerblichen Phase austreten können, auch helfen, dass wir Arbeitserfahrung kontextualisieren. Also wir können eben helfen, Lebensläufe leichter analysierbar zu machen, objektive Kriterien anreichern und das lässt sich tatsächlich vollständig automatisieren. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal die Vorredner wieder im Kopf haben, an ein ATS-System denken, dann kann ich diese Informationen aus Lebensläufen parsen, kann sie dann durch uns analysieren lassen und in dem Moment, wo ich als Recruiterin oder Recruiter zum ersten Mal auf einen Bewerbungseingang drauf gucke, habe ich direkt diese Scores dazu, die mir eben helfen, die mich beraten, die mich empowern, da eine bessere Entscheidung zu treffen. Den FAIR-Index könnte man sich erstmal. Und hoffentlich hat man dann den FAIR-Index schon implementiert und kann auch gucken, dass die Entscheidungen, die man hinten trifft im Prozess, die Ergebnisse, die man produziert, dass die auch tatsächlich fair und diskriminierungsfrei sind. Auch ganz losgelöst von der Einführung von Algorithmen macht das, glaube ich, Sinn, einfach mal sich selber für das Thema zu sensibilisieren, das zu quantifizieren und da den Blick drauf zu haben. Genau, da kriegt man den FAIR-Index und dann kann man sich selber erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Man muss es ja nicht nach außen tragen. Man weiß dann, hat man Diskriminierung drin oder hat man nicht. Und dann kann man sich überlegen, in welcher Geschwindigkeit oder Intensität man sich das aufgrund der Bewerberlage auch erlauben kann. Das hängt ja von einem Unternehmen ab, ob es einen Überfluss an Bewerbern hat oder einen totalen Mangel. Das klingt ein bisschen schrecklich, aber wenn man keine Talente findet, dann... Ja, bei der Mangelsituation ist Diskriminierung ja noch viel schädlicher. Weil ich dann ja gute Bewerbende, die ich eigentlich habe, aufgrund von anderen Faktoren, die eigentlich keine Rolle spielen. Ja, und dann habe ich eine Individualstrategie, ja, mit dem ich dann versuche, dagegen anzugehen. Über Studietrends, ganz simpel, kann man sich das angucken, kann sich mal 2, 3, 5.000 Studierende buchen. und dann kann man das erleben, wie das funktioniert, dass sich das für beide Seiten leicht anfühlt. Das heißt, man hält alle rechtlichen Regularien ein, ist ein intensiv beobachteter Bereich und trotzdem ist er dann für beide Seiten fairer, als wenn es nur ein per Post geschickter CV wäre und vielleicht nach den Semesterferien mal irgendjemand antwortet und sagt, nein, Sie sind nicht geeignet. Also ich finde es ein ganz spannendes Thema. Ich denke, also ich glaube auch, dass... Vielleicht wollt ihr auch darauf hinaus, dass das ein Label sein wird, mit dem man sich ja durchaus im Recruiting-Prozess dann auch schmücken kann. Oder wie ist das angedacht? Ja, wir haben, glaube ich, genug Label im Recruiting-Prozess. Wir werden froh, wenn sich tatsächlich mal was dahingehend ändert, dass wir in den Studien, die vielleicht in den nächsten Jahren durchgeführt werden, diese Diskriminierungseffekte nicht mehr messen können. Das wäre natürlich wunderschön. Wenn wir das mit einem Label unterstützen können, tun wir das auch sehr gerne. Wie gesagt, den Index kann jeder selber nutzen. Wenn wir dabei helfen, gibt es auch gerne ein Label dazu. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir an die Wurzel rankommen. Ja, an die Wurzeln schreibt jetzt hier auch die Beata, dass oftmals die Firmen Strafen in Kauf nehmen beim Thema, sie schreibt hier ganz konkret, beim Thema Schwerbehinderung, statt Menschen einzustellen, die eine Schwerbehinderung haben, zahlen sie lieber Strafen. Das ist natürlich ganz, ja,
sozusagen, ne, spooky passiert. Aber wenn sich, und das meine ich auch ganz im Ernst, wenn sich ein Unternehmen diesen Prozess sozusagen untergliedert oder unterstellt, dem Fair-Prozess, dann sollten solche Dinge und auch andere Diskriminierungsfälle wahrscheinlich dann nicht mehr so ohne weiteres durchkommen. Insofern finde ich das ein Prozess, den man durchaus etwas stärker in den Markt reintreiben sollte. Ich finde das eine tolle Initiative. Ja. Und die wurde jetzt getrieben oder von Hays, hatte ich das richtig verstanden? Oder welche Rolle habt ihr ganz konkret, Eckart und Philipp, welche Rolle ist bei dem Thema Fair eure? Ich bin, wie es die Folie eigentlich gerade noch sagt, ich bin Forscher an der Maastricht University. Ich habe aber auch ein Startup-Unternehmen gegründet, das heißt CASE. Und CASE hat die Idee zu dem Fair-Projekt gehabt, ist dann auf die Universität zu Köln zugegangen, auf Professorin Pia Pinger. Und haben uns eben ganz, ganz viele theoretische Gedanken gemacht, haben dann, wie man das so macht mit Fördergeldern, haben die beantragt, haben also einen sehr, sehr langwierigen Antrag geschrieben und haben uns auf die Suche nach Anwendungspartnern gemacht und haben die eben in den vier Unternehmen gefunden. Und StudiTemps unterstützt das Projekt einmal natürlich mit Input, mit praktischem Wissen, aber vor allem auch dadurch, dass wir gerade in einer Feldstudie sind. Das heißt, die Algorithmen, die wir jetzt 2020 neu konzeptioniert und entwickelt haben, mit den Daten, die wir neu gesammelt haben, die wollen wir nicht einfach in den Markt einführen, weil ja gar nicht klar ist, wie diese funktionieren, ob diese wirklich prognostisch valide sind, also ob sie die Personen als besser einschätzen, die auch tatsächlich besser sind und dass sie auch diskriminierungsfrei sind. Das sind Dinge, wo wir uns vielleicht ein gutes Gefühl haben, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das muss man aber in der Studie erstmal zeigen und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir Partner wie StudiTemps haben, die das eben jetzt ausprobieren in einem sicheren Rahmen, wo wir jetzt solche Ergebnisse zurückkriegen und dann eben mit, mit viel mehr Daten, mit einem viel besseren Gefühl auch für die neuen Algorithmen, die da entwickelt wurden, vielleicht irgendwann im nächsten Jahr den Markteinstieg machen. Das sieht gut aus, wie man an der Grafik gesehen hat, aber wir sind noch im Vorhaben. Ja, das ist eine Momentaufnahme. Wir freuen uns, dass wir es anwenden können. Wir kriegen pro Monat 40.000 Bewerbungen und damit über 500.000 pro Jahr. Damit bohren wir dicke Bretter und das ist natürlich gut, da kann man was ausprobieren. Ja, großartig. Also Eckart, tolle Initiative, dass ihr die hier hoffentlich auch in Deutschland mit reintragt und die Unternehmen sich, wieder, ich kann es nur unterstreichen, diesem Prozess anschließen. Ja, apropos anschließend, holen wir doch nochmal die Kollegen mit rein, die heute ebenfalls Vorträge gehalten haben und können gleich auch mal konkretes Statement mit zu dieser Fair-Initiative. Ich kann das nochmal wiederholen. Die sollte man auf jeden Fall unterstützen. Vielleicht mögt ihr da gleich direkt auch ein Feedback zu geben. Ja, also wir hatten heute rund 100, ich weiß gar nicht genau, Ivana, wie viele Anmeldungen hatten wir jetzt und Teilnehmer über den Tag verteilt? 140, 150. Zum Thema künstliche Intelligenz. Ja. Müsste ich auch nochmal genauer nachschauen, aber es waren sicher 100, 150 Anmeldungen, genau. Ja. Ja, also da ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen, weil das Thema künstliche Intelligenz wird ja seit Jahren durchs Dorf, ich hatte das vorhin schon im anderen Kontext ja erwähnt, gejagt und ist irgendwie aber noch nicht so wirklich angekommen. Sie war jetzt nicht im HR-Bereich, ich weiß nicht genau, wie es in der anderen Fachabteilung ist. Ich würde mal behaupten, vielleicht noch ein bisschen im Marketing. Aber in anderen Bereichen, da könnte es aber jetzt gleich mal der Patrick mal ganz kurz aufschlauen. Ist das etwas, was eine Insellösung vor allem im HR-Bereich ist oder sind da die anderen Bereiche ebenfalls schon etwas stärker unterwegs, als wir es vermuten? Hallo nochmal, Patrick. Und ja, hallo. Ja, also ich komme natürlich stark aus der Forschung und Entwicklung, Industrie 4.0. Da wird natürlich KI immer mehr verwendet. Auch zum Beispiel Automatisierung von Konstruktionen beziehungsweise automatisierte Angebotserstellung, Preisberechnung, da gibt es schon ganz viele Beispiele. Bei HR ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil es gibt auch entsprechende rechtliche Hürden, gerade durch die Datenschutzgrundverordnung. Man hat dann in der Regel eigene Systeme für die Daten, hat also deutlich weniger zur Verfügung als alles andere im ERP-System. Aber natürlich gibt es eigentlich entlang der ganzen Wertschöpfungskette tolle Beispiele. Okay, ja, wie sieht das die Kollegen? Ihr habt gerade die Fair-Initiative gehört. Ich würde es ganz gerne noch mal kurz aufnehmen. Schon mal davon gehört und was haltet ihr davon? Hannes, wart ihr gerade mit dabei? Kurz Mikrofon an, könnt ihr helfen? Ja, genau. Ich habe den.
Endmute-Button gesucht. Ich habe es leider eben nicht mitbekommen, weil ich parallel ein Telefonat hatte. Deswegen ist es relativ schlecht, dass ich da was zu sagen kann. Kein Problem. Martin, bei euch würde es ja eher betreffen im Bereich CV-Parsing, ne, da entsprechend ja, diskriminierungsfreundlich die Sachen rauszulesen. Ja, in dem Fall, was man bei der Auswertung dann später macht, das ist, glaube ich, eher das der heikle Schritt, ne? Weil wir lesen einfach Hard Skill aus, Erfahrungen, Tätigkeitsgebiete, Einsatzorte, wie lange haben die gedauert, und das ist wirklich unabhängig vom Kandidatenfoto oder Name oder sonstige Dinge. Aber interessant in dem Zusammenhang ist ja immer wieder angeklungen, eben mit was lernt man, die Maschinen lernen anhand von Beispielen. Also in Wahrheit, wenn wir jetzt drauf kommen, die künstliche Intelligenz hat da und dort Probleme mit Diskriminierung, dann müssen wir uns vielleicht fragen, ob uns die Maschine den Spiegel vorhält und sagt, naja, ich lerne ja an euch. Ich mache ja nichts anderes, und damit müssen wir uns auch auseinandersetzen wahrscheinlich. Ja, kommen schon ein paar neue Fragen. Ich meine, Jamie, mit Cornerstone, USA ist das ja schon weit vorangeschritten, auch auf das Thema Künstliche Intelligenz. Und ja, da ist eh das Thema diskriminierungsfreies Rekruten ja eh schon an der Tagesordnung. Ne? Da sind wir Lichtjahre hinterher, würde ich mal sagen. Oder? Hat irgendjemand sein Handy gerade? Genau. Vermutlich. Ja. Kann jemand sein Handy gerade mal ganz kurz auf Flugmodus schalten? Das wäre großartig. Jamie, noch ganz kurz Cornerstone. Wie weit seid ihr da mit dem Thema? Kannst du das sagen? Recruiting und diskriminierungsfreies Recruiting. Wo kommt der? Irgendjemand hat sein Handy hier. Dann bitte ausmachen. Dankeschön. Okay, Jamie, nochmal, hast du die Frage verstanden? Ja, Sie sagen Jamie und Cornerstone. Also meinen Sie Jamie oder Herr Klingelhofer? Ah, sorry, jetzt bin ich auch schon durcheinander. Genau. Nein, natürlich meine ich Jamie und UKG meine ich. Ja, ja, also dann gerne nochmal die Frage wiederholen. Entschuldigung. Cornerstone ist ja Marktführer, unter anderem im Bereich E-Learning, aber auch im Bereich Recruiting. Ne? Im Bereich Software, mir geht es genau um das Thema Fair nochmal gerade einmal kurz durchzuholen. In den USA wird ja schon seit Jahren auch automatisiert recruited, ne? Dank und durch künstliche Intelligenz. Bist du dann in den Themen mal drin bei Cornerstone oder verfolgst du das nur so am Rande? Also bei also, UKG. Bei UKG, okay, ja. Nee, aber bei Cornerstone bin ich nicht drin. Das wäre eher was für Klingelhörer. Also es ist nicht, dass wir unbedingt viel auf Recruiting selber fokussieren bei UKG. Wir fokussieren uns mehr auf HR Service Delivery im Allgemeinen natürlich. Also vom Recruiting her kann ich da nicht so richtig eine Antwort geben. Was natürlich HR Service Delivery angeht, ja, da sieht man unterschiedliche Entwicklungen. Und ich denke, das ist natürlich für jedes Unternehmen anders. Ja, es hat natürlich auch sehr viel zu tun mit wie viel Impact und wie viel Neupriorisierungen stattgefunden haben auf Basis von der Krise. Ja, weil es gibt ja Unternehmen, die ja genau auf Digitalisierung zweimal so viel einsetzen wie vorher. Ja, da sieht man eigentlich einen Zwei-Split in dem Sinn. Und es gibt ja Unternehmen, da wird es genau gebremst. Und dann ist zum Beispiel auch KI eine der Dinge, die es erst wegfällt, ja, wenn da Budget-Einschränkungen sein oder so. Ja, welchen Bereich würdet ihr denn empfehlen? Vielleicht auch mal die Frage an Patrick. Wo kann ich denn als HRer sinnvollerweise starten, wenn ich mich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen möchte? Welcher der Bereiche ist oder hat die größte Wertschöpfung? Du hattest ja eingangs gesagt, die Grenzkosten niedrig halten durch künstliche Intelligenz. Wo wäre das denn? Ich glaube, ein Punkt, der vielleicht teuer ist, sind Gehaltsverhandlungen, vielleicht auch individuell zu bewerten. Wie viel können wir dem individuell anbieten? Wie viel ist der Bewerber potenziell wert? Das können ja teilweise schon komplexe Recherchen sein. Und da könnte man natürlich mit KI sehr schnell mal eine Vorhersage machen. Wichtig ist natürlich, dass sowas nie ungeprüft übernommen werden sollte.
und natürlich immer noch mal geprüft werden muss. Aber jetzt, wo fängt man an und wo habe ich die meiste Wertschöpfung? Das sind natürlich zwei Dinge, die nicht notwendigerweise das Gleiche sind, weil wo fange ich an heißt, wo kann ich schnell anfangen, schnell Quick Wins erzielen? Wo erziele ich die größte Wertschöpfung? Das ist dann vielleicht schon ein komplexerer Use Case. Also da muss man schon abgrenzen, was man genau will. Ja, Martin, wo würdest du das sehen? Wo hat die künstliche Intelligenz den größten Wirkungsgrad? Ja, immer dort, wo es um zum Beispiel viele Daten geht, die man entsprechend auswerten muss. Also sei es jetzt an meinem Beitrag konkret das Jobmarketing natürlich, aber nicht nur. Ne? Daneben im Weiteren ein Thema, das immer ausgereifter wird, ist auch das Thema Matching, dass man eben aus den verschiedensten Profilen, die im Freitext verfasst sind, eben die abgleicht mit den Anforderungen der Stelle. Also da würde ich so die beiden Ansätze sehen, wenn wir vom Recruiting sprechen. Und da finde ich dieses GPT-3 ein sehr, sehr spannender Ansatz. Wer mich noch ein bisschen noch schlauer machen, weil das natürlich in unseren Bereich hineinspielt. Und das Thema wird immer ausgereifter. Also das ist auch meine Wahrnehmung, seit ich jetzt in diesem Bereich tätig bin und wird immer mehr genutzt werden, weil es funktioniert, es wird immer besser und die Vorteile sind einfach vorhanden und offensichtlich. Man kann eben mit der Rechenleistung sehr vieles schneller machen und wir sind ja von der Intelligenz her noch weit, weit überlegen und sollten uns um solche Themen kümmern, anstatt eben Routineaufgaben und zu schauen, welcher Job wo am besten performt und wo ich ihn am besten ausspiele. Das ist jetzt keine Anwendung, die eine menschliche Intelligenz unbedingt machen muss. USA ist ja viel weiter im Bereich der künstlichen Intelligenz. Kannst du das mitverfolgen, was die Kollegen dort machen und wie weit das hier eher etwas abgedämmter nach Deutschland rüberkommt? Also mein Gefühl ist eben, dass USA, was das Thema künstliche Intelligenz im HR-Bereich schon einige Jahre im Voraus ist. Ich habe jetzt nicht verstanden, an wen die Frage ging, aber wahrscheinlich an mich. An Hannes. Gut, weil du warst am Anfang auf Mute. Also, was man da natürlich sagen muss, das ganze Thema, das schwelt ja schon oder das ganze Thema ist ja schon seit etlichen Jahren eigentlich in vielen Köpfen und in vielen Gesprächen. Und ich kann vielleicht so ein Praxisbeispiel aus Cornerstone heraus sagen. Also wir haben seit 8 Jahren ist das schon eine Lösung, die nennt sich Predictive Analytics, wo es darum geht, bestimmte Vorhersagen auf Basis von Algorithmen zu treffen, beispielsweise, wann wird ein Training besonders gut abgeschlossen, wann wird ein Training weniger gut abgeschlossen. Diese Lösung gibt es seit 8 Jahren bereits in Cornerstone, wo wirklich bestimmte Algorithmen generiert werden. Jetzt ist es so, um da einfach mal zu sagen, wie ist der Unterschied? In den USA wird jede Demo mit so einem Reporting gestartet, weil da wirklich jeder Personaler auf diese Themen abfährt. Entschuldigung, wenn ich das gerade so sage. In Deutschland ist das ein Thema, was sehr, sehr sekundär betrachtet wird, weil viele vor diesem ganzen Thema auch noch Angst haben und überlegen, ja, welche Einflussfaktoren hat das. Das Thema Datenschutz ist eben gerade durchgeklungen. Wo werden meine Daten verarbeitet? Welche Daten werden überhaupt verarbeitet? Sind die richtig anonymisiert? Sind die pseudonymisiert? Was auch immer. Das heißt, in Deutschland oder in Europa sehen wir zumindest immer eher die Bedenken, was dieses Thema betrifft. Und weniger die Mehrwerte. In den USA, wie gesagt, schon seit vielen Jahren, dass dort ganz klar in diese Richtung das Ganze vorangetrieben wird. In Deutschland kommt immer mehr der Mindset aus meiner Sicht, dass das ganze Thema auch Mehrwerte für die Unternehmen bringen kann. Vielleicht kann ich da noch kurz an deine Seite springen, Hannes. Hier ist Thorsten. Wenn ich überlege, als ich vor 7 Jahren bei Cornerstone angefangen habe, war Software as a Service in Deutschland auch noch ein großes Thema, wo man darüber diskutiert hat, irgendwie kann man das machen, kann man Software in der Cloud benutzen. Und ich glaube, die Adaptionsgeschwindigkeit in den USA ist halt einfach ein bisschen größer als die in Deutschland. Wenn wir nochmal zurück auf die Eingangsfrage kommen, irgendwie wo sehen wir die größten Use Cases, dann habt ihr ja in unserer Demo gesehen, dass
wir in dem Bereich Skills einen großen Mehrwert sehen. Warum? Weil der Bereich Skills halt einfach in ganz viele andere Bereiche geht. Also in das Thema Recruiting geht es rein, in das Thema Learning, aber auch in das Thema Performance Management, Mitarbeitergespräche, Karriereplanung, Nachfolgeplanung. Wir glauben einfach, dass dieser Bereich so weitläufig ist, dass das halt für die Unternehmen den größtmöglichen Mehrwert hat. Die Unternehmen wollen halt eine ganzheitliche Vision. Sie wollen ihren Mitarbeitern einen ganzheitlichen Mehrwert geben. Und sie wollen auch zum Thema Diskriminierung einfach ein ganzheitliches Bild vom Mitarbeiter bekommen. Sie wollen nicht nur wissen, okay, der hat jetzt 3 Jahre an der und der Universität studiert und hat deswegen wahrscheinlich folgende Skills, sondern sie wollen verstehen, im täglichen Doing, welche Skills werden denn da entwickelt? Welche Trainings hat er gemacht? Welche Verantwortlichkeiten hat er im Unternehmen? Welche Werte vertritt dieser Mitarbeiter? Mit welchen Mitarbeitern interagiert er? Welche Netzwerke hat er aufgebaut? Also es geht grundsätzlich darum, Skills nur als einen Teilbereich zu sehen, um halt ein großes, ganzes Bild vom Mitarbeiter zu bekommen und so halt möglichst objektiv zu werden. Also so würde ich das versuchen, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Das geben wir weiter an Philipp. Philipp, vielleicht auch nochmal hier so dein Feedback zu dem, was jetzt gerade gesagt wurde. Und wo siehst du das Thema künstliche Intelligenz im HR-Bereich in den nächsten gefühlten 3 Jahren? Exakt 3 Jahre. Ich glaube, dass vor allem die Anwendungsfälle, die wirklich viel Geld kosten, die Anwendungsfälle sind, die auch den größten Mehrwert produzieren. Und das sind natürlich Dinge wie Fehleinstellungen, das ist jetzt was aus unserem Bereich, wo wir eben versuchen, das zu minimieren. Es geht ja nicht nur darum, diskriminierungsfreie Algorithmen zu entwickeln. Das ist ein wichtiger Aspekt, aber ein Würfel wäre diskriminierungsfrei. Trotzdem möchte niemand würfeln im Recruiting-Prozess. Also es geht darum, dass wir auch eine prognostische Validität hinkriegen, also dass wir die richtigen Leute einstellen und dann eben entsprechend weniger auch die falschen. Also Fehleinstellungen sind sehr teuer, aber genauso auch gibt Algorithmen, wo andere Personen daran arbeiten, die zum Beispiel vorhersagen, welche Mitarbeiter unzufrieden sind, die vielleicht das Unternehmen verlassen wollen. Auch das ist sehr, sehr kostspielig, wenn die falschen Mitarbeiter zum falschen Zeitpunkt gehen, die man eigentlich noch halten wollte. Wenn man die falschen Skills im Unternehmen hat, den Punkt nehme ich auch gerne auf. Ich glaube, das sind alles Punkte, die für die Unternehmen sehr, sehr teuer sind und wo man eben entsprechend auch dadurch, dass man an den Stellen Dinge besser tut, einen sehr, sehr großen Mehrwert schaffen kann. Aber wir scheitern ja gar nicht an diesen großen Anwendungsfällen oder an dem großen einen KI-Projekt, was man da macht, wo man die richtigen Mitarbeitenden rechtzeitig identifiziert, sondern wir scheitern ja oft schon viel, viel früher. Das heißt, die Quick Wins, um auf den Aspekt der Frage einzugehen, eben oft in der Digitalisierung. Ich möchte jetzt auch keine Werbung für Joint Vision machen, es soll ja auch einen anderen Anbieter geben, der sowas tut. Aber allein überhaupt erstmal anzufangen, strukturierte Daten von Bewerbenden zu sammeln und dadurch überhaupt solche Technologien zu ermöglichen, ich glaube, das sind die Quick Wins, die wir haben. Also die eigene Datenstruktur generell auf Vordermann zu bringen, ordentlich zu halten, ermöglicht eben ganz, ganz viele KI-Projekte, die dann ganz, ganz viele große Mehrwerte haben. Aber im Vergleich zu den USA, man muss da sicherlich hingucken. Die USA machen sicherlich schneller als wir. Wir sind da teilweise zu langsam, haben auch, also Datenschutz schränkt ja nicht ein. Man kann ja auch mit Datenschutz wunderbare KI-Projekte machen, man muss halt nur wollen. Sicherlich ist unsere Rolle dann eher, dass wir ein bisschen genauer hingucken und eben auch so Themen wie Diskriminierung auf dem Schirm haben, weil auch da kann ich ja ganz viel quantifizieren und auch da kann ich ja ganz, ganz große wirtschaftliche Potenziale rausholen, wenn ich das richtig mache. Also wir haben da, glaube ich, auch Vorteile. Okay, ja, also können wir uns gerne, Kollegen, mal kurz Bezug drauf nehmen, was der Vorredner sagt, aber hier die Frage ist mal an Jamie aus Sicht von UKG. Quick Win, wenn sich die HRler jetzt sich dem Thema widmen wollen, künstliche Intelligenz, sind ja heute ja einige dabei gewesen, aus gutem Grund. Was wäre so deine Empfehlung für einen Quick Win, um das Thema jetzt in das Unternehmen reinzutreiben? Also ich behaupte immer, was man nicht innerhalb von 72 Stunden anfasst, wird man nie machen. Was wäre so deine Idee, was könnten die Kollegen jetzt konkret mal ins Unternehmen reintragen? Also ich denke, das ist anfangen mit einem konkreten Zweck. Und dass es komplett abhängig ist, was letztlich, sagen wir mal, aktuelle Herausforderungen sind für HR oder das Unternehmen generell. Das kann natürlich auf mehrere Ebenen sein, entweder auf Automatisierungsebene oder mehr auf Analytics-Ebene. Und ich denke, dass es anfangen mit wenn es prozessbezogen ist, analysieren, okay, welche Prozesse oder welche Dienstleistungen, die HR an einen Mitarbeiter bietet,
Wo gibt es Verbesserungspotenzial oder wo gibt es Herausforderungen zu bemeistern? Und dann könnte KI eine Antwort geben, aber es muss kein Ziel an sich sein. Wie sieht das aus? Vielleicht mal ganz kurz bei Cornerstone. Abschließenderweise von euch ein Statement zu dem Thema. Aus meiner Sicht muss man das natürlich so ein bisschen betrachten. Man kann natürlich über die einzelnen Themengebiete nachdenken, wo ich meinen Quick-Win erreichen möchte. Aber KI ist ja kein Thema, was ich jetzt selber einführe als Unternehmen und sage, jetzt ist es da, weil erstmal muss die ganze Daten, also erstmal brauche ich die Infrastruktur, dass überhaupt irgendwie diese Mechanismen greifen können. Als zweites brauche ich natürlich die entsprechenden Informationen, die mich als Unternehmen auch sehr, sehr individuell betreffen. Wir hatten eben das Thema Recruiting, wo wir das Thema Lebensläufe hatten. Das System muss natürlich erstmal lernen, wie läuft mein Recruiting-Prozess heute, wen stelle ich ein, wen stelle ich nicht ein. Das heißt, das ist nichts, wo ich sage, ich habe in 72 Stunden einen Quick Win. Ich muss sagen, aus meiner Sicht, das sind die Prozesse, an denen ich als Unternehmen arbeiten möchte. Und dabei könnten es die unterschiedlichsten Prozesse sein. Das können Recruiting-Prozesse sein, das können irgendwelche administrativen Prozesse sein, die wir heute gehört haben. Es können aber genauso diese Talent-Prozesse sein. Das Unternehmen muss sich einfach klar werden, an welchen Stellschrauben möchte ich als Unternehmen gerne arbeiten und dass dann die Technologie von den unterschiedlichen Anbietern sicherlich unterstützen kann, diese Prozesse zu optimieren. Das ist ein zusätzlicher Benefit, der einfach mit dem ganzen Thema einhergeht. Martin, was ist dein Quick-Win-Tipp? Ja, wie es die Kollegen auch gesagt haben, überlegen, wo sind die Pain-Points? Und zum Beispiel auch ein Punkt, wo KI gut helfen kann, ist, wo ich momentan totale Unschärfen habe vielleicht, wo noch viel mit Bauchgefühl entschieden wird oder eben ich es nicht messen kann. Und da ist eine Möglichkeit, dass man hier sehr schnell auch Erfolge erzielt, weil man Daten bekommt, die einem bei der Entscheidung auch helfen können. Man muss ja nicht alles gleich im Autopilot laufen lassen, sondern KI kann ja auch sehr, sehr viel helfen, eben die eigenen Entscheidungen zu verbessern und auf eine andere Ebene zu heben, einfach von der Qualität her. Ja, okay, das Schlusswort gebührt unserem ersten Referenten und Keynote, dem Patrick. Du hast jetzt ja einige Eindrücke mitgekommen, jetzt von den Kollegen, die ja auch ganz hart an der Praxisfront arbeiten im Bereich künstliche Intelligenz mit den entsprechenden Lösungen. Wie ist nochmal dein Blick drauf und eine Ergänzungsfrage von mir? Warum macht künstliche Intelligenz den Menschen immer noch Angst? Ja, die Menschen haben natürlich teilweise Angst vor KI, weil man an solche Themen wie Terminator und so weiter denkt, Science Fiction. Für mich ist KI was sehr Positives. Es kann wirklich unsere Leben deutlich verbessern. Und wir haben ja heute hier ganz viele unterschiedliche tolle Beispiele in den Vorträgen gesehen. Und ich glaube, wir reden uns auch in Deutschland oft schlecht und sagen immer, da passiert gar nichts mit KI und Digitalisierung. So ist es nicht. Ich glaube, es passiert einiges. Natürlich kann und muss noch mehr passieren. Die große KI-Gefahr sehe ich auch nicht aus den USA, die sehe ich vor allem aus China. Und wie gesagt, wer KI am besten kann, kann damit eigentlich jede Branche übernehmen, weil es geht halt um die Automatisierung der Entscheidungsfindung. Aber ich glaube, es passieren tolle Sachen, auch im HR-Umfeld. Und das haben wir ja heute in den Vorträgen gesehen. Ja, sag noch kurz zum Thema China etwas. Warum glaubst du, dass dort eher die Gefahr, wenn es denn eine Gefahr gibt, herrührt? Ja, in China hat der Staat natürlich große Interessen an KI. Natürlich auch zur Kontrolle und Überwachung der Menschen, aber auch für militärische Anwendungen. Der Staat investiert dort sehr viel in KI. Da kommen wir in Europa lange nicht hin. Und es gibt natürlich sehr viele Menschen, die sehr offen sind gegenüber KI, weil in China denkt man natürlich immer an einzelne Städte wie in Shanghai, wo punktuell vielleicht reiche Menschen wohnen, aber der Durchschnittschinese ist immer noch sehr arm verglichen mit dem Durchschnittseuropäer. Und deshalb sind natürlich die Menschen da offen für jegliche Art von Technologie, was die Lebensqualität und den Wohlstand steigert. Und deshalb sehr viel Unterstützung durch die Menschen, aber auch durch den Staat. Und da sehe ich den großen Wettbewerb herkommen und nicht aus den USA. Also lohnt sich mal. Kurz als Anmerkung, ja, ich sehe das selber, weil meine Frau, die stammt aus Shanghai, also vor Corona waren wir auch regelmäßig dort und es ist wirklich gewaltig, was da in kurzer Zeit alles passiert.
Ja, also wir planen ja durchaus eine internationale HR-Konferenz. Da würde ich doch gerne mal die Kollegen aus HR-Kollegen aus China dazu bitten. Vielleicht mögen die uns ein bisschen was rüberbringen. Wer weiß. Also, vielen Dank fürs Mitmachen an euch jetzt Diskutanten. Kurzweilig gehalten das Ganze und freue mich, wenn wir bald wieder zu dem Thema zusammenkommen. Ich denke, der Startschuss ist jetzt gelegt von unserer Seite aus. Wir werden das Thema jetzt weiter spielen und zum Ende des Jahres dann nochmal ein Nachlegen und dann vielleicht tatsächlich mit einem Kollegen, Patrick, vielleicht hast du da eine Idee, mal aus China und USA direkt zugeschaltet. Das finde ich das erste Mal, dass wir das gemacht haben oder machen werden. Dann denke ich mal, kriegen wir da vielleicht mal ganz frische Impulse aus den jeweiligen Ländern. Also vielen Dank fürs Mitmachen.